So, wieder da. Also dafür, dass wir am Anfang der Mission, also ich am Anfang der Mission, echt dachte, ich darf gleich nochmal von vorne anfangen, haben wir das doch noch gut auf die Reihe gekriegt. Black Mirror, die den ganzen Tag auf dem Fahrrad waren. Black Mirror nie gespielt. Mischung aus mechanisch und Rubber. Ich glaube, sowas habe ich auch. Das habe ich. Ich glaube, Schnabeltier, das habe ich auch. Ich habe die Logitech G910. Ich glaube, die hat auch so eine. Solche Tasten. Sowas. Irgendwie. Ich kenne mich damit nicht gut aus. Opinionated, wie sagt man das auf Deutsch? Du hast eine festgefahrene Meinung. Eine Throne. Auch hast du auf eine mechanische aus? Sehr günstig bekommen, habe eben direkte, sehr gute Erfahrungsberichte. Das ist nicht, was opinionated heißt. Bist du dir sicher? Alles wird besser mit RGB. Was sind denn das für Tasten, die ich hier habe? Lasse mich überzeugen, aber habe eine starke Meinung. Na, ich sag doch. Danke fürs EB. Das stimmt doch aber. Und Tom, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. So, dann wollen wir uns mal der nächsten Mission widmen. Eine Erschütterung der Macht. Talia hatte den Schicksalsberg erklommen. Das unsagbar Böse hatte sie hierhin geführt, um sie mit einem Ritual zu stärken. Eine Erschütterung der Macht. Oh, wir haben hier nur ein Achievement abgeräumt, ne? Also nur das Absolvieren. Lass Talias Lebensenergie während der Rituale niemals unter 75% fallen, opfert in der Mission eine Erschütterung der Macht alle Titanen innerhalb von 40 Minuten. Bis... Als starrsinnig übersetzen. Ja, das trifft's auch gut. Scheint eine Eigenentwicklung. Cherries sind jedenfalls nicht. Mechanical Switches. Okay. Ich hab keine Ahnung, ich mag die. Also ich mag die Tastatur wirklich sehr, sehr gerne. Die ist super toll. Die Tasten fühlen sich toll an. Sie lässt sich super gut schreiben. So, Sojakleck sagt starrsinnig, Bomber. Shorty Official, vielen lieben Dank für den Follow. Oh, ich habe frischen Kaffee bekommen, mein Mann ist so gut. Er ist so gut zu mir. Ah. So, dann wollen wir eine Erschütterung der Macht. Auf geht's. Schönen guten Abend, Imiwis. Hallöchen. Hi. Dickschädel. Ja, Dickschädel ist gut. Was für ein Aufstieg. Warum muss dieses Ritual hier oben stattfinden? Ausbildungen des Helden immer an abgelegenen Orten stattfinden. Wissen du, das müsstest, junger Padawan. Talia hatte den Schicksalsberg erklommen. Das heimtückische Böse hatte sie hierher geführt, damit sie an Macht gewinnen könnte. Dazu bedurfte es der Durchführung des Rituals der Opferung. Dickschädel, lass es gelten. Sehr gut. Hört sich jetzt erstmal nicht so super an. Natürlich wurde nicht Talia geopfert, sondern vielmehr ihre Untertanen. Genauer sollte jeweils ein Titan durch ein Ritual ihrerseits geopfert werden. An diese Stelle musste der Oger geführt werden, um das Ritual auszulösen. An jener Stelle musste der Grabgolem ausharren, um das Ritual durchzuführen. Zu guter Letzt musste der Grubenlord an diese Stelle gebracht werden. Da müssen wir ja alles erforschen. Oh Gott. Okay, das kriege ich hin, aber
Was hat es mit dieser Feuerwand auf sich? Stürmisch du bist, junger Padawan. Dich erst deiner Aufgabe zuwenden, du musst. Okay, solange du aufhörst, so komisch zu reden, soll mir alles recht sein. Kann. Ja, das habe ich übrigens bei mir auch. Also ich habe bei mir auch einige Sachen einzeln beleuchtet quasi. Also die WASD-Tastensteuerung und Alt und die Pfeiltasten sind bei mir rot. Die wichtigen halt. Ne? Das war das wichtige Zeug. So, das brauchen wir. Die Krypta möchte ich gleich mit erforschen für den Start. Und reicht das mal? Ich hätte gern 2 Oger, 2 Nagas und eine Banshee. Und ihr macht mal ein bisschen hinne. Och nö. Und wir werden noch zusätzlich angegriffen. Och, das ist doch eine Kacke, ist das doch. Zusätzlich noch Heldenportale, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Och nö. Oh, das ist doch schon wieder. Cherry's Ultimate. Nicht mehr als zufrieden, Schreibgefühl gleich Fingerorgasmus. Noch ein Naga und eine Banshee für den Start. Schneller, 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 schneller. Ja, viele Baustellen ich auf dieser Map habe. Da hast du recht, Tom. Da hast du echt recht. Das wird eine Kacke, du. Wo ist die Gubbelfarm? Hier. Mal hier alles abchecken. Die können wir gleich mal erweitern. Deswegen ja auch das 40-Minuten-Achievement. Ey, das ist echt, das schaffen wir nie. Never. Keine Chance. Das wird auf jeden Fall nichts. Das wird auf alle Fälle nichts. Das können wir gleich, ne? Das lassen wir mal außen vor, das Achievement. Huch, ich wollte doch jetzt nicht. Oder kein Gubbel nehmen. Ich will jetzt kein Gubbel in die Hand nehmen. Hä, was ist denn jetzt mit meinem. Tippi spinnt, glaube ich, gerade. Krieg gerade haufenweise Follows vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, vor 5 Tagen. Time Achievements sind mir eh egal. Ja, das ist nicht machbar. Also. Tut mir leid, aber ne. Mal hier eben den Raum erweitern. Und den hier genauso. Und da ist nur die Frage, in welche Richtung. Ich würde den, glaube ich, diesmal nach da ausbauen wollen. Mal, den machen wir gleich größer. Den bauen wir gleich auf Anschlag. S-Ultimate lohnt. Die Tasten sind nicht beschriftet. Da kann man gerne glubschen. Was? Keine Beschriftung an den Tasten. Da würde ich ausrasten, glaube ich. Also sogar keine. MX-Board kostet ein Viertel und hat die gleichen Tasten. Chef hat auch eine, die leuchtet, hat sie eingestellt auf Nachleuchten, also wo die Tasten leuchten, die man gedrückt hat. Wollte mal sein Passwort lesen. Ah, ungünstig. Ungünstig. Das natürlich eher nicht so, oder? So, das hätten wir. Ein Impf werden wir brauchen. Zahltag.
Aber erstmal so noch. Gar keine. Die meisten schauen die sowieso nicht auf die Tastatur beim Zocken oder Tippen. Das stimmt ja. Dem Treiben des abartigen Bösen nur zuzusehen und machten sich stattdessen auf den Weg, den Dungeon anzugreifen. Yay. Ich freue mich. Nicht. Schnell leer. Wir brauchen Gold. Zügig. Nee, habe ich noch nicht. Was? Ein Imp zu Tode geslappt? Wieso sollte man das tun? Das ist ja voll gemein. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und mit dem letzten, den wir uns leisten können, holen wir uns noch ein Imp. Gleich. Sobald wir genügend Gold haben. Aua. Gut. Sehr gut. So, noch ein Imp holen. Der kriegt da seinen Schlafplatz. Das heißt, da kommt dann auch der Dingsraum hin. Wir müssen unbedingt außen rundherum buddeln. Ich weiß nur noch nicht, wie. Einmal hier außen rundherum. So komplett quasi. Nee, die Kleinen haue ich tatsächlich nur so oft, weil, weil ich einfach am Anfang, ich brauche das Gold. Also ich kann mir nicht leisten, dass die sich wieder so viel Zeit nehmen, um Gold nachzuholen, sonst habe ich ein Problem. So, diesmal möchte ich aber den kompletten Platz ausnutzen, den ich habe im Dungeon. So, hier geht's generell nicht. Das wird ein Weg. Mein Schwager hat mir geschrieben, dass Thanos alle Felder im Süden niederbrennen ließ, damit die Bauern dort nicht mehr von ihrer Arbeit abgelenkt werden und als Soldaten für ihn kämpfen können. Das wird ein Weg, ey. Ist nicht zufällig. Doch, das hieß Dungeon Keeper, ganz genau. So hieß das. Dream Anime, das könnte das gewesen sein. Das, was der Tom da schreibt, das habe ich nämlich auch gespielt. Das ist ein Weg, ey. Die Schnodderlinge des erkundungsfreudigen Bösen hatten einen Raum im Untergrund freigebuddelt. Das nehmen wir mal da weg und räumen das schon mal hier hin. Ich brauche dann halt eine Bösartigkeitsinsel. Also ich darf nicht zu lange warten hier, bis ich nach oben gehe, glaube ich zumindest. Gott, ey.
Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhig bin, aber das ist echt... Das hier langbuddeln ist gerade ein bisschen abartig. Das hier macht keinen Sinn, weil ich hier nicht weiterkomme. Hier auch nicht. So ekelig. Aber naja. Was soll's. Was muss, das muss. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinnen. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum jetzt. Strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Und bleib liegen. Das ist aber sehr fies gerade. Es ist Zahltag. Oh, scheiße. Und die... Wieso sind die zornig? Uncool? Null? Ich muss die mal alle hier wegnehmen. Das ist irgendwie gerade... sehr ungut. Ich glaube, gleich sind wir Matsch. Die Spinnen machen übelsten Schaden. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Yeah. Das ist überhaupt nicht gut hier. Null? Tot, 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 tot. Habe ich jetzt Talia hinten? Ich komme wieder. Hier ist Talia. Ein weiteres Mal ging Talia über den Jordan. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Das trottelige Böse hatte das Dungeon-Herz nicht ausreichend geschützt und schaute etwas belämmert aus der Wäsche, als dies in tausend Teile zersprang. Das war das unrühmliche Ende. Nein!
Ja, das war jetzt wegen den Spinnen. Diese verkackten Spinnen, das gibt's ja gar nicht. So nicht. Meine Freundin hat recht, Spinnen sind Endgegner. Ja, ist echt. Vor kurzem vom Sieg der Karte die Map ganz aufgedeckt in Dungeon Keeper. Immer erst kurz vorm Sieg. Alter. Wahnsinn. Was kann ich das überspringen? Aufstieg. Warum muss dieses Ritual? Okay. Gut. Wir können das überspringen. Oh, so eine Kacke, du. Das war echt. Das gibt's ja gar nicht. Nochmal von vorn. Oh Mann, ey. Ja, hat sie gesagt. Kann man den Gang vom Heldenportal? Ja, das hatte ich ja vor. Genau das hatte ich vor. Ich wollte den umleiten. Das war der Plan. Das war der Plan, Mann. Spinne am Abend erquickend und labend. Alter. Genau das war der Plan, die scheiß Heldenportale umzuleiten. Würde Talia nicht opfern, nächste Runde wird besser. Ja, das. Also, ich meine, das hat es jetzt nicht versaut. Ja, Talia zu opfern war jetzt nicht mein größter Fehler, den ich gemacht habe in dem Run. War halt generell scheiße. Das war halt wirklich schlecht gerade. So im Sinne von schlecht, schlecht, wisst ihr? Nicht komplett fertigstellst, wieder an eine Verbindungsstelle kommst, um keine zwei Fronten aufzubauen. Ja, wir werden jetzt erstmal, wir werden jetzt anders vorgehen. Ich mache das mit dem Gang rundherum später einfach. Ich mache das nicht sofort, sondern einfach ein Stück später. Shit happens, ja. Flaxus, Internet läuft wieder. Was ein Mist. Nochmal ein Hallo an alle. Hallöchen, Flaxus. Freut mich, dass dein Internet wieder geht. Und du hier reinschaust. Ihr hattet was zu lachen. Ja, das stimmt wohl. Ihr hattet auf jeden Fall was zu lachen. Das war echt schlecht, ey. Hoffentlich schauen die Entwickler nicht den Stream nach. Den bitte nicht nachgucken. Jeden anderen, aber nicht den. Der war echt scheiße. Der war wirklich schlecht jetzt. Echt jetzt.
Also, ne? Das war richtig schlecht. Ich meine, das war auch ein bisschen Pech. Schatzkammer vergrößern. Ja, machen wir noch. Aktuell müssen wir noch nicht. Wir haben ein Goldmaximum von 3,4. Das erreichen wir so schnell eh nicht. Und da spare ich mir lieber das Gold, um die Schatzkammer zu vergrößern. Bei der Schatzkammer gibt es ja kein Effizienzdings. Weißt du? Da ist das nicht so wild. Oh nein, bitte. Nicht das Versagen klippen. Echt nicht. Bitte nicht. Mehr ist 6 Kreaturen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich. Sag mal, irgendwie haben die hier unten total bescheiden gebaut. Das müssen sie nochmal neu machen. Das hier müssen sie nochmal komplett neu machen. Ja, es ist richtig verkackt. Die Helden in der Gegend waren offenbar nicht gewillt, dem Treiben des abartigen Bösen nur zuzusehen und machten sich stattdessen auf den Weg, den Dungeon anzugreifen. Mach nur. Aber wenigstens das Opfern von Talia klippen, das war genauso bescheuert. Das war komplett dumm gerade eben. Das war komplett kacke. So, ich hole mir jetzt noch ein Acker. Es war einfach schlecht. Ja? Im Sinne von schlecht. Es ist Zahltag. Wir holen uns noch eine, und zwar noch einen Goblin, der sich dann um die Fallen kümmern wird. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und um die kümmern wir uns sofort. Der steht nicht mehr auf. Heilige Mac-Adresse. Was? Genau, ich hab euch noch nie den Niederlageschriftzug gezeigt, wie das aussieht. Das habt ihr noch nie gesehen. Irgendwann musste ich euch das ja mal zeigen. Wie viel haben wir noch? 8200, das ist nicht so sonderlich viel, ne? Was ist das? Schadensbonus. Talia. Vernichtet das Gute! Schau mal, eine Schüssel Mayo. Mayo. Nom, 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 nom. Unsagbar müde, böse, würde nun zu Bett gehen. Gute Nacht, Sina. Schlaf gut. Schlaf gut. Wir machen hier mal einen richtigen Safe-Stand. Ah nein, ich kann den benennen. Läuft noch. So. Ich fand's lustig. Ja, toll. Das ist ja toll, ist das. So, wir nehmen die komplette Gruppe bis auf dich. Lassen wir hier und euch lassen wir hier. Und dann gehen wir raus. Die Gruppe speichern wir. Zack. Denn wir haben zu tun. Das Böse wird siegen. Nächster Safe-Stand läuft nicht mehr so. Ja, genau. Ich teste nochmal die Spinnen. So ungefähr, ja. Dies war der letzte Safe. Genau. Die heilen noch so langsam. Böse Träume. Nimm das.
Okay. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Angeblich hat Arthas, ich meine Thanos, die Schiffe der Nordflotte versenkt, damit sie nicht fliehen können. Das sollte doch auch machbar sein. Oder? Aua. 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 Au. Also das Tor runterzuhauen dauert gerade ganz schön lange. Kann sie die da hinten angreifen? Kann sie nicht, ne? Scheiße. Oh fuck, da kommt ein Trupp. Da kommt ein Trupp. Ist natürlich nicht gut. Wir brauchen das Arcanium und das Lectorium als nächstes. Den hab ich's gegeben. Der Satz mit Arthas nicht aus Warcraft, mit Sicherheit. Das Böse ist unaufhaltbar. Mit Sicherheit. So, was? Jetzt mal alle ganz kurz. Was? Raubling donatet mir selber? Okay, damit ich mir Raupensalat bestellen kann. Jam, 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 jam. Ich danke mir selbst. Danke an mich. Lecker Raupensalat. So, jetzt probieren wir das hier nochmal. Aber schön vorsichtig. Schlappen, einen wunderschönen guten Abend. Kam das von dir, mein Lieber? Zahltag. Wir machen mal hier das Lectorium hin. Das reicht eigentlich, wenn das so groß ist. Hier ein bisschen aufpassen. Ich würde mich über einen seriösen Lufia-Nachfolger. Aha. Hier ganz klassisches Konzept, ohne MMO, ohne XYZ, ohne Firlefanz. Niemals Raupenlasat essen, weißt du doch, nur Raupenbraten. Braten. So, das hier machen wir mal weg. Das kann natürlich dauern. Okay. Das Lectorium. Kommt hier hin. Oh, ich muss die Schatzkammer vergrößern, sehe ich gerade. Weil das eigentlich Quatsch ist. Das ist bald abgebaut. Naja. Gefüllte Raublinge mit Mayo. Bitte was? Dankeschön, Schlappen. Dankeschön. So. Wir haben keine Raublinge gegessen. Weil kommt's noch? Hier ein Veteran dabei? Nee, ist nicht. Alles klar, dann machen wir die hier nämlich noch platt. Dann haben wir nämlich eine zweite Insel. Für mich gibt es gleich Raupencurry. Ich hoffe ohne Raupen.
Ich hoffe, dein Raupencurry ist ohne Raupen. Jetzt gibt's Ärger. Die Armee des vor Kraft strotzenden Bösen konnte durch ein paar lächerliche Steine nicht aufgehalten werden. Unerbittlich bahnte sie sich ihren Weg. Die feigen Helden zerstörten die Brücke, bevor die Armee des bösartigen Bösen darüber marschieren konnte. Weicheier! Weicheier! Nun musste ein anderer Weg gefunden werden. Nur mit Schaben aus der Küche. Mmh, Schaben. Ich bin die Königin des Bösen. Yippie! Andi, vielen, vielen lieben Dank, dass du dem Schlappen einen Sub schenkst. Schlappen, herzlich willkommen bei den Flauschraupen und nix Schmetterling, Raupe. Eine mega tolle Flauschraupe. Herzlich willkommen bei uns. Viel Spaß in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Mach es dir bitte ganz, ganz doll gemütlich. Viel Spaß auch in den Gemeinschaftsräumen. Dort kannst du den Andi auch direkt umarmen und knuddeln. Und ihr könnt dann gemeinsam in die Gruppendusche gehen. Und viel Spaß mit den Emotes. Das weiß ich doch, Schlappen. Das weiß ich doch. Aber selbst da warst du kein Schmetterling. So weit kommt's noch. Dankeschön. Danke, Andi. Herzlich willkommen zurück, Schlappen. Dankeschön. Doch lieber ein ganz klassisches Steak. Steak. Warte, ich will nicht zwei. Ich will nicht die Pat und das will ich nicht. Ich möchte nicht zwei Gruppen. Lass das. Alter, das läuft gerade zu gut. Es wird bestimmt gleich irgendwas total Schlimmes passieren und dann ist vorbei. Ich wette es. Ich wette es. Wirklich, ich rechne die ganze Zeit damit, dass gleich irgendwas total richtig Schlimmes passiert. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sowas zum Beispiel. Und ich kann noch nicht teleportieren. Scheiße, jetzt wollen die hier zurücklaufen. Schaffen die das? Also ihr braucht ewig, um euch dadurch zu prügeln. Eure Schnodderlinge haben einen neuen Raum ausgebuddelt. Scheiße, ey. Genau sowas habe ich gemeint. Genau sowas. Ihr dürft euch jetzt nicht aufteilen, Mann. Nein, bitte nicht. Oh, wir haben noch ein paar Zombies. Oh, Gott sei Dank. Wir haben noch eine Defense-Reihe. Eine kleine, kleine, süße Defense-Reihe. Euer Dungeon, Herr. Ich weiß. Angegriffen. Nimm das, du Wurm! Lauft! 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 Das ist hier gerade nur Zeit schinden, ja. Verteidig das Dungeon-Herz. Die von oben an! Oh Gott! Der Andi ist Zucker. Zahltag. Und tschüss! Ich hab doch gesagt, sowas würde passieren. Ich hab's gesagt.
Wirklich. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet und drauf gewartet. Es war so klar. Es war einfach so unglaublich klar. Echt. Hier kommt der Vortex hin, hatten wir gesagt. Aber eigentlich nicht 8 groß. Naja, was soll's. Egal. Das nehmen wir hier raus. Schmeißen das mal eben hier irgendwo hin. Hauptsache, es ist weg. Und dann bauen wir den Raum hier zu. Angeblich hat Arthas, ich meine Thanos, die Schiffe der Nordflotte Gott, versenkt, damit sie nicht fliehen können. Das war eine knappe Kacke jetzt, du. Ah, gestresst. Ein wenig. Möglicherweise ein bisschen. Wir brauchen hier die Ader. Wir brauchen tatsächlich hier die Ader. Was? Ja, genau deswegen. Genau deswegen habe ich gesagt, wir brauchen da die Ader. Es war gerade so ressourcenverschwendend. Ich hole jetzt bestimmt eine Diamantader unvorstellbarer Größe aus. Genau. Stimmt. Boah, das war gerade, ey, das war gerade so Lack. Wäre beinahe so unfassbar schief gegangen jetzt. Die alte Schatzkammer, ja, hatte ich vor. Also ich muss jetzt halt das Gold umräumen. Aus der hier darüber. Weil ich die dann, glaube ich, noch größer mache. Und dann kann ich die hier kaputt machen. Und den Raum besser benutzen. Tja, jetzt ist er umsonst gelaufen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, gleich. Gleich. So. Jetzt brauchen wir das hier und die Eisenpfälzer. Dann können wir nämlich den Raum hier unten... Warte mal, wie machen wir denn das? So hier. Da kommt da die Brauerei hin. Muss hier aber dann wieder zu. So. Eigentlich zu groß, aber was soll's. Brauerei. Ich glaube, ich setze gleich 2 Kessel. Das wird sonst wieder nichts. Das wird sonst wieder nichts. Das Gold umräumen. Ja. Realität. So. Das. Jetzt Eisenpilze aus Stahl. Jetzt können wir mal wieder einen Safe-Stand machen. Wo ist denn mein läuft gut? Läuft noch? Hier. Speichern. Ja. Noch läuft's. Noch läuft.
Noch sind aber auch die Helden nicht geschlüpft. Apropos Helden noch nicht geschlüpft, wir könnten anfangen, den Weg zu buddeln für die Helden. Dann hier so. Diesmal mache ich das nicht so exakt, ne? Ihr entschuldigt das, aber ich habe keinen Bock, das nochmal so zu machen. Da werde ich hier nie fertig. Genau, jetzt geht's nämlich bergab. Ne? Jetzt geht es so langsam los, dass es bergab geht. Dauert nicht mehr lange. So, das heißt, wir können dann hier schon mal zumachen, sobald der Weg hier durch ist. Es ist Zahltag. Ja. Alles gut. Schnief! Es lief so gut bis jetzt, wa? So, wollen wir nochmal rausgehen? Trauen wir uns das? Ja, jetzt haben wir Mana. Jetzt können wir teleportieren. Jetzt ist entspannt. Die sichere Nagas nehmen wir mit. So schwer den Berg zu erklimmen. Ja, wirklich die arme Talia. Sie hat es schon nicht leicht. Du machst auch mal ein bisschen. Wobei, nee, wir sollten jetzt nicht rausgehen, weil die Spinnen gleich anhauen. Und dann sollten wir da sein. Wisst ihr? Ein Buch. Was für ein Buch? Positiver Zahltag. Gold in eure Schatzkammer, statt welches zu holen. Wo sieht man die Zahltagkosten pro Einheit? Wir nehmen den Imp. Hier. Brave Imp. Oh, da ist noch ein Goldvorkommen. Das würde ich mir natürlich gerne einverleiben. Da wir den Gang hier machen wir doch dann zu. Ah, ist natürlich blöd hier, ne? Da kommst du nur zweiseitig dann ran an das Ding. Aber ja, gut, das kannst du nicht ändern. Eure Schnodderlinge haben einen neuen Raum ausgebuddelt. Das kannst du echt nicht ändern dann. Tja. Ich hasse Black Friday, mein armes Konto. Was holst denn alles, Andi? Erzähl. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, natürlich. Böse. Orde verbessern. Talia verbessern. Macht ist unbeschreiblich. Damaza! Moin, Hallöchen! Das habe ich auch schon gefragt mit den Zahlungskosten. Keine Ahnung, ja, weiß es. Ich weiß halt echt nicht, ob man das irgendwo. Ich glaube, das sieht man nicht. Ich glaube, da gibt es echt keine Information drüber. Also selbst wenn ich jetzt mal hier einen in die Hand nehme, steht hier unten nicht, wie viel der kriegt, ne? Schade. Gestern 111 Euro bei Steam, jetzt nochmal was für mein anderes Spiel für 400 Euro? Für ein Spiel 400 Euro? Was? Oh, natürlich ist hier auch eine Goldader. Naja, was soll's. So, dann können wir aber hier gleich schon mal zumachen. Achso, nee, wir schicken die ja. Achso, nee, das wird nicht gehen, weil wir machen hier zu, sobald hier Durchbruch da ist. Was gleich der Fall ist. So, jetzt sollte das, genau, jetzt wird das hier nämlich grün. Dann schicken wir die da rum und dann müssen wir hier unten den Weg noch länger ziehen. Und da müssen wir auch das Ding dann anschließen lassen. Hier lang.
4.500 Euro, Star Citizen. Mein Schwager hat mir geschrieben, dass Thanos alle Felder im Süden niederbrennen ließ, damit die Bauern dort nicht mehr von ihrer Arbeit abgelenkt werden und als Soldaten für ihn kämpfen können. Das ist nicht wenig Geld. Krass. €10 für ein hübsches Kleid. Geht doch. So. Alter, das ist ja älter. Also es darf natürlich jeder mit seinem Geld machen, was er will, ne? In Herrgottes Namen. Wenn jemandem rein. Alter. Wenn man es hat. Alles cool. Aber krasser Tobak, du. So, da lang. Da lang. Warte mal, dann kommen wir hier so runter. So. Bei 4,5K bin ich da noch nicht, zum Glück. Noch. Vielleicht übertrieben, ist aber auch nicht fertig. Ein Drachennest freigelegt. Okay. Na klar ist hier ein Drachennest. Wieso zur Hölle ist hier ein Drachennest? Wo kommt denn jetzt das verkackte Drachennest her? Verarsch mich doch nicht, Game. Ist denn das dein Ernst jetzt, oder was? Ich möchte gern zweimal noch verbesserte Horde, damit die mir nicht wegfallen. Doch keine Krypta, nix. Apropos, sollten wir vielleicht mal bauen. Es ist Zahltag. Alter. Jeder hat sein Hobby. Ja, eben. Ganz genau, so sehe ich das ja auch. Kann man ja machen mit, was man möchte. Nö, finde ich, also, das würde ich so nicht sagen, Wasser. Wenn man das Geld hat, kann man damit doch machen. Ob das jetzt jemand für, keine Ahnung, Fußball oder also irgendeine Sportart oder sonst was ausgibt oder Autos oder Motorräder. Pornos, sagt Sando hier neben mir. Nicht auch. Wobei, wer Geld für Pornos ausgibt, ist aber echt arm dran, oder? Das ist ja. Aber. Das ist doch nun wirklich Quatsch. Oder? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Aua! 9 GTI abgeholt vor 3 Wochen. Siehst du, sag ich doch. Deswegen, also, ne, das kann doch jeder selber entscheiden, was er mit dem Geld macht, was er zur Verfügung hat. Passt doch. Kann Schlimmeres mit Geld machen. Ohne eins zu haben, PA, also bringt mehr als von so manch anderen normalen Seiten. Was? Rummert? Gibt es sowas wie Videotheken eigentlich noch? Tatsächlich gibt es bei uns eine Videothek, ja. Bonus auf Crit. Du glaubst nicht mehr lange? Machen die zu? Wundern würde es mich nicht. So, damit haben wir die Krypta, dann brauchen wir aber auch eine Banshee dafür, ne? Sonst ist natürlich völlig schwachsinnig. Ach, und die Goblin müssen wir mal wiederholen. So, der ist hier hinten noch am Buddeln. Das dann mal fertig ist, dann kann ja hier der Gang zu. Das hier. Rein theoretisch, ne? Eure Schnodderlinge haben einen neuen Raum ausgebuddelt. Ja, das ist in Ordnung. Hä, was mache ich denn? Auf meine Bierfässer. Ist die Brauerei?
Ja. So ein Auto wird man zumindest nur einmal haben, also relativ als relativ normal verdienen. Ja. Höchstwahrscheinlich ja. Okay. Was haben sie denn jetzt schon wieder angebuddelt? Huch! Hab ich neben das Spiel geklickt? Was ist das? Durstlöscher. Benötigt kein Bier. Das heben wir für den Oger auf. Das bleibt für den Oger da. Wobei, ist eigentlich Quatsch, weil... Oh, die Diamant! Ah, da warte, dann müssen wir das hier anders machen. Scheiße. Wie mache ich das denn jetzt? Nein, wieso ist die Diamantader hier? Wie soll ich denn das jetzt verbinden? Nein! Oh, ich hoffe, wir können ohne die Diamantader das Game hinkriegen. Das ist sonst scheiße. Warte mal, das kriegt jetzt hier irgendein Ork. Hier, komm mal her. Du. Hast du noch nichts? Du hast noch nichts hier. Nimm, gönn dir. Und jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir den Gang zu. Und den hier vor allem noch zu. So. Dann ist da zu. Und dann müssen die nämlich hier. So, nee, scheiße, den hier hätte ich auflassen müssen, oder? Nee, die kommen ja dann, die müssen dann hier außen rumlaufen und einmal hier hinten rein. Ne? Die müssen jetzt einmal komplett ums Dungeon rundherum. Sehr gut, also egal von wo sie kommen, das wird jetzt kritisch. Wieso gibst du das Buch nicht dem Oger? Weil wir den Oger eh töten. Also wir opfern den ja. Deswegen wäre das Quatsch, da auf den Oger zu warten. Tatsächlich. Das fiel mir dann ein, dass das totaler Humbug ist. Wenn wir das tun. Es ist Zahltag. Kachelofen 10.000 ausgegeben. Ja, aber es ist ein Kachelofen. Hallo? Was geben die Raublinge gern Feinde Geld aus? Sind in den Dungeon eingedrungen. Gern ist relativ. Technik, Spiele. Also für den Stream, ist klar. Und ansonsten Urlaub. Also das, was übrig bleibt... geht für die Messen logischerweise drauf, ne? Wenn wir hier Gamescom, Dreamhack, also Dreamhack geht, Dreamhack ist nicht so teuer, aber Gamescom ist schweineteuer. Letztes Jahr war es der Jahresurlaub und das Jahr davor. 2 Jahre war Gamescom Jahresurlaub und ansonsten, ja, Urlaub. Also ich bin eigentlich, ich würde gern noch sehr viel reisen, wenn es irgendwie geht. Bucket, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber dafür gibt's ein Timeout. Ich hab dich sonst wirklich lieb, ich mag dich gerne, aber sowas, also ungefragt. Hast du Lass das auch ich sowas gehört? Einfach nicht durchgehen. Thanos soll ein ganzes Dorf abgebrannt haben. Das ist einfach weil sich nicht alle freiwillig zum Krieg gegen das Böse gemeldet haben. Ich wünsche dir, dass du das irgendwann schaffst mit dem Affiliate, aber so, ich rate dir, tu das nicht. Sollte man nie. Was die Gamescom kostet, na, die Tickets, aber das geht ja. Also Tickets sind jetzt nicht so teuer, aber die Übernachtung ist jedes Mal teuer. Jedes Mal. Auf dem Zeltplatz.
Nein. Also, gibt's von mir ein klares Nein. Wollte sagen, Schuhe und Handtaschen. Nee, ganz bestimmt nicht. Außen wenig einnehmen. Ja, ja, mach mal gleich. Geht's hier ist heftig, allein schon das Hotel. Ja, eben. Das ist genau das Problem. Dieses Jahr gut 10.000 für neue Küche und 1,5 für ein Fahrrad. Ja, aber neue Küche ist halt... Also eine gute Küche kostet halt so viel. Zum Verreisen bestimmte Ziele. Ich will alles sehen. Ich will wirklich... Ich möchte jeden Kontinent in meinem Leben bereist haben. Ich möchte unbedingt mal... Ich will nach... Wobei ich schon mal in Ägypten war, aber ich will eben auch die Pyramiden sehen, die Sphinx sehen und so weiter. Das habe ich halt nicht. Damals waren wir im Schnorchelurlaub am Roten Meer. Das zählt also nicht wirklich. Auch wenn es Ägypten ist, aber... ich möchte nach Afrika, ich möchte den Regenwald sehen, ich möchte Australien sehen. USA reizt mich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so stark, wobei ich sehr, sehr gerne mal nach New York möchte. Ansonsten reizt mich aber jetzt nicht so extrem. New York würde ich gern sehen. Und viele, viele andere Länder. Ich will auch unbedingt nochmal nach Paris, weil ich so, also ich war recht jung, wo ich in Paris war. Kann mich kaum noch dran erinnern. Aber ich will alles, alles sehen. Alles, wirklich. Alles, alles, im Sinne von alles. So. Huh, Heiner. Kann ich nach Hawaii mitnehmen? Oh ja, ich möchte auch unbedingt mal so, ne, die ganzen warmen Sachen so mit Wasser und Palmen und schönen weißen Sandstränden. Wozu habe ich jetzt den Raum? Ach so, die Trainingshalle. Ich passe nicht mehr auf. Ich rede zu viel. Bekommst auch für 5? Also meine Eltern haben, glaube ich, auch 10 bezahlt. Aber die ist eben, die ist maßangefertigt. Pyramiden wären schwer nice, ja, oder? Meine Eltern waren dieses Jahr. Wieso haben sie denn das hier jetzt wieder so verkackt gebaut? Ach, jetzt räumen sie es um. Na, Gott sei Dank. Heißt das dann alles? Ja, ganz genau. Ich möchte alles sehen. So, jetzt können die hier nämlich trainieren. Wobei das noch nicht für alle reicht. Wenn ich den Raum jetzt hier nochmal vergröße. Einzig Nervige, da sind die Straßenhändler. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, haben meine Eltern auch gesagt. Aber das hast du in jedem, in fast jedem Land. Also so touristische, bei touristischen Zielen hast du das immer. Das ist halt einfach so. Oh, du bist über Silvester in New York. Wird, hoffe ich, schön. Oh, es sind Feinde, ich wünsche dir wirklich... Oh, das würde ich echt super gerne sehen. Also über Silvester wäre ich auch gerne in New York. Hey! Mit einer Raupe nach Paris. Ja, genau. USA macht Kanada. Vancouver, tolle Stadt. Da kannst du im Sommer im Pazifik schwimmen. Eine Stunde später im Schnee spazieren gehen. Kanada ist bestimmt auch geil, ja. Oh, und dann möchte ich Island. Also Island möchte ich unbedingt bereisen. Irland will ich sehen, Schottland. Also es gibt einfach so unglaublich viele Reiseziele. Total schlimm. Ich will halt einfach alles sehen. Hast du schon mal erwähnt, dass ich alles sehen möchte? Wir haben den Oger erforscht. Wir haben den Oger. Der Oger kommt jetzt hier mit zur 1 dazu. Und jetzt gehen wir nach draußen. Ich muss schließlich den Oger irgendwo... Wo liegt dieses alles? Das ist der Ogerpunkt. Alles klar, da müssen wir hin. Zeit, den Müll rauszubringen. Sag einfach, wo du nicht hin willst. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Japan reichen, Kultur, Küche und so weiter. Ich glaube, ich hätte dort wirklich Probleme mit dem Essen. Natürlich Shanghai. Einfach Mondreise, dann siehst du alles. Oh, Rom ist gute Idee, ja.
werde nun eine Weltreise erträumen. Imvis, mach das. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Autsch! Aua! Autsch! Aua! Die Macht durchströmt mich. So unmenschlich teuer, leider. Was ist mit dem Nordpol? Ich glaube, da ist echt schwierig. Also ich glaube, es ist schwierig, da hinzukommen. Probleme mit dem Essen. Ich mag asiatisches Essen. Das Böse ist unaufhaltbar. Ich mag es, also ich mag echt asiatisches Essen nicht. Das wäre, glaube ich, ein Problem. Fünf-Jahres-Reise mit der Enterprise würde mir schon reichen. Jetzt wären wir aber unrealistisch hier, Freunde. Lenny, wie komme ich denn da hin? Ach, ich hätte hier hochgemusst. Ja, okay, jetzt nehmen wir das erstmal ein. Schwierig mit Englisch, geht nicht überall. Ach, also ich glaube, ich glaube, da hätte ich die wenigsten Sorgen. Was die Sprache angeht, mache ich mir keine Sorgen. Ich habe es überall bisher hingekriegt, mich mit den Menschen zu verständigen, auch wenn sie kein Englisch konnten. Ein Sprachführer mit einem ordentlichen und vorher schon ein bisschen reinschauen und so und dann geht's los. Also es ist eigentlich... Was denkst du nun, wie das in Italien ist? Die weigern sich, Englisch zu sprechen. Unglaublich viele in Italien haben wirklich... Also da hatte ich das Gefühl, die weigern sich einfach, weil ich mich partout nicht vorstellen konnte, dass junge Menschen, die irgendwo im Restaurant, in der Bar arbeiten, kein Englisch können. Aber da... Das katastrophenerzeugende Böse hatte eine Tingstätte erreicht. Hierhin musste der Oger gebracht werden. Ja, das will ich aber jetzt noch nicht machen. Ich will mit dem Oger, ehrlich gesagt, noch ein bisschen was einnehmen, weil das alles andere wäre doch total bescheuert. Jetzt mein Oger hier opfere, statt hier erstmal noch so ein bisschen rumzumetzeln. Das wäre doch voll dumm. Ich bin noch stärker! Essen in Asien kann man, glaube ich, mit dem Chinamann nicht vergleichen. Ja, das glaube ich dir schon, dass das nicht das Gleiche ist. Vielleicht müsste ich mich nochmal richtig drauf einlassen. Macht ein Kollege nächstes Jahr, der zahlt mindestens 4.500. Grauflingig spricht man überall. Genau, Maritim, einen wunderschönen guten Abend. Die beiden Bären, Wahnsinn. Was, wo? Aussicht? Was habe ich verpasst? Ich habe irgendwas verpasst. Dem habe ich's gezeigt. Leider nicht so viel Zeit gehabt. Ach so, Empire State Building oder... Nee, Quatsch. Ich weiß nicht, was ihr geschrieben habt. Ich will's lesen. Auf dem Gruß. Waldweg, auf dem Gruß. Was ist der Gruß? Klärt mich auf. Ich bin unwissend, klärt mich auf und pling, Royal Flash, vielen lieben Dank, Anzahlung für den Urlaub. Dankeschön, vielen lieben Dank für die Bits. Es wird ein Kurzurlaub. So, na, erstmal das hier drüben. Oh, wir kriegen Besuch im Dungeon. Na, wir haben ein bisschen Zeit. In eurem Dungeon. Ist wie in Berlin. Die weigern sich ja auch Deutsch zu reden. Mein Schwager hat mir geschrieben, dass Thanos alle Felder im Süden niederbrennen ließ, damit die Bauern dort nicht mehr von ihrer Arbeit abgelenkt werden und als Soldaten für ihn kämpfen können. Also ich muss ja gestehen, dass ich Dream Anime, ich kann dir da nicht recht geben. Grundsätzlich finde ich es sehr schön, ich mache das auch bewusst, wenn ich in einem fremden Land bin, will ich auch versuchen, die Sprache ein bisschen zu lernen. Das ist in Ordnung. Sich aber zu weigern, die Weltsprache zu sprechen. Das ist sie nun mal. Es ist Englisch. Ist eben einfach blöd. Punkt. Weißt du? So. Es ist halt einfach doof. Wieso kann ich das Portal nicht? Hab das nicht erforscht tatsächlich. Sollte das vielleicht erforschen. Was machen wir in Berlin? Cohn, alles gut. Einen wunderschönen guten Abend. Das war ein Witz. Vancouver, das ist ein Berg. Der liegt gleich an der Stadt. Das ist ein Seilbahn hoch. Aber die Vancouver haben einen Sport draus gemacht, dort über einen Waldweg hoch zu joggen. Ach, cool.
einem Taxi buxiert von Wachleuten in Armeekleidung. Unterschätze die Sprache nicht. Die Gesichtssprache ist im Inneren von China nicht europäisch. Das glaube ich. Das glaube ich gern. Also ich glaube wirklich, wenn man nach Asien reist, sollte man die Sprache sich vorher ein bisschen angucken, oder? Rucksack. Oder Rucksack. Einen wunderschönen guten Abend und hi. Ja, Grüße nach Leipzig. Ich komme aus der Nähe von Leipzig. Alles Gute muss sterben. So. Ich mich hier gern noch ein bisschen durchprügeln. Durch die ganze Angelegenheit hier. Wo wir den Oger opfern. Habe ich noch was überlesen? Dando schreibt mir übrigens gerade, dass mehr Leute Chinesisch sprechen als Englisch. Das ist richtig. Unabhängig davon ist offiziell immer noch Englisch die Weltsprache. Es ist mit Sicherheit super praktisch, wenn man Chinesisch kann oder Japanisch. Das opferbereite Böse hatte eine Tingstätte erreicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Worauf ich hinaus wollte, merkt mir das nicht übel. Gebracht werden. Der Sprache finde ich sehr negativer Schritt, was die Individualität der Kulturen einschränkt. Das Ding ist, Sprache ist das, was Menschen verbindet. Also was, ne? Du kannst mit Mimik und Gestik viel machen, aber das kann eben auch schnell falsch ankommen. Wenn du dich also über die Sprache gut verständigen kannst, ist das praktisch. Also wo ich dir recht geben muss, ich würde auch nicht wollen, dass überall auf der Welt nur noch, dann heißt es eben Mandarin, dass nur noch Englisch überall gesprochen wird. Das wäre unglaublich schade. Das wäre sehr, sehr schade, da gebe ich dir recht. Man sieht das ja, dass einige, also vor allem so Dialekte und so, sterben halt aus. Macht das Game Spaß? Patri, mir ja. Mir ja. Das ist wie alles andere Geschmackssache, ob einem das Spaß macht. Ich glaube, wir sollten erstmal die Priesterin hier töten, sonst wird das hier nichts. Karl, einen wunderschönen guten Abend. Paris, London, Malle, Domrep, Vancouver, Thailand, Phuket. Die beiden letzten möchte ich nochmal. London ist von den Leuten schöner als Paris. Ich fand London auch toll, aber das ist bei mir ewig her. London ist bei mir richtig lange her. In 10 Jahren werden wir Echtzeit-Translator haben. Ich hoffe. Ich hoffe. Alter, das wäre so gut. Das wäre so, so gut. Aber ja, das kann. Also ich schätze auch, dass das recht schnell gehen wird. Bis wir das haben. Wir werden übrigens im Dungeon mal wieder angegriffen. Täubling, Rapper aus Leipzig. Nee, daran, also damit hat es überhaupt nichts zu tun. Und den kenne ich nicht. Aber ich kenne mich mit Rappern auch nicht so aus. Das ist nicht meine Musikrichtung. Mein Freund hat mir den Namen Rauper als Spitznamen gegeben, als Kosenamen quasi. Daher kommt er. Können wir das hier kaputt hauen? Und wenn ja, warum? Die ersten gibt's schon. Funktionieren die gut? Noch nicht so super gut, oder? Wer hat's erfunden? Star Trek. Ja, das ist ja auch gut. Das ist doch das Fantastische an so Sci-Fi-Serien generell. Dass sie uns einfach... Dass die es sind Feinde in eurem Menschen träumen und nur so ist Fortschritt möglich. Wenn wir diesen Erfindungsgeist nicht hätten, diese Neugier, irgendwas Neues zu entdecken und diesen Wunsch danach vorwärts zu kommen und zu schauen, wo unsere Grenzen sind, gäbe es unglaublich viel nicht. So, Schadensbonus normal. Das geben wir mal hier. Heißt der Lachflash? Nee, Lachrasch, Entschuldigung. Ich dachte jetzt, der heißt Lachflash. Gebt eure Befehle. Lachflash! Australien ist der schönste Ort, wo ich war.
Das famose Böse hatte die Tingstätte für den Grabgolem erreicht. Doch leider ohne Grabgolem. Das war ihm etwas peinlich, aber es machte sich sogleich daran, diesen Fehler zu korrigieren. Ah, das machen wir noch nicht jetzt. Ich muss hier erstmal ganz kurz zurück. Einen Moment mal eben zurück, das hier unten wegräumen, was ich hier schon wieder in meinem Dungeon breit gemacht habe. Die funktionieren semi-gut, aber könnte schlimmer sein. Dann haben wir auch die ersten selbstfahrenden Autos. Ja, eben. Und 19 Mal für ein halbes Jahr in Australien gelebt, kann ich echt empfehlen. Oh, geil. Ich bereue ein bisschen, dass ich sowas nicht auch gemacht habe. So ein Auslandssemester, ja, whatever. For your information. Englisch 1500 Millionen Menschen, Chinesisch 1100 Millionen Menschen. Danke, Dumbatz. Also doch mehr Englisch. So, wir müssen noch hier unten zum Grabgolem forschen. Und wir müssen hier noch zum Grubenlord forschen. Das war wichtig. Jetzt können wir uns die zwei noch holen. Die nehmen wir zur 1 mit dazu. Und dann geht's ab. Was gibt es? Jetzt räumen wir hier oben noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Seit 13 Jahren da nicht mehr weg. Wo kommst du nicht weg, Master Flash? Oh nein! Oh nein! Die nächste Ader ist dahin. Dann müssen wir doch hier unten die Diamantader angraben. Scheiße. Naja, was soll's. So doch, ja, mach das mal mit. Naja, gut, dann eben doch. Ich sollte vielleicht meinen Schnodderling mal das Teleportieren gönnen, oder? Angeblich hat Arthas, ich meine Thanos, die Schiffe der Nordflotte versenkt, damit sie nicht fliehen können. So, das hier haben sie alleine geregelt. Ich muss auf die gar nicht mehr aufpassen. Ich würde erstmal die ganze Map clearen. Ja, eben, das will ich auch machen. Also das habe ich vor. Ich will die ganze Map clearen und dann werden die Spaten hier geopfert. Das machen wir schön nacheinander. So, die haben aber jetzt hier, haben sie zugemacht. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Genau das habe ich vor. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Na, dann lauft mal. Werden wir ja schon wieder angegriffen im Dungeon. Das finde ich nicht geil. Aber gut, macht ihr mal. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Passt schon. So. Bayern. China sprechen aber auch nicht alle Mandarin. Wasser, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt nicht googeln, ich werde es jetzt nicht herausfinden. Uns fehlt Bier. Nein! Wo ist die Brauerei? Hier. Schnulzi? Schnurz und Schnulzi. Ihr müsst ganz schön hinmachen jetzt. Zeit. Die werden aggressiv, wenn die kein Bier kriegen, du. Ich sag's euch.
Gegner. Mandarinen sind lecker. Flug kostet auch mindestens 1000 Euro. Gebt eure Befehle. 800 muss man schon rechnen. Kommt drauf an, wo man fliegt, mit welcher Fluglinie, wie früh du buchst und so weiter. Dragon Wolfslayer, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Sind meist Clementinen. Dieses Krümelkacken heute. Ein Träumchen. Macht ruhig weiter so, mich stört's nicht. Macht nur, macht. So, hier haben wir das Ding. Haben wir hier oben noch irgendwas auszu... Ja, ne? Hier müssen wir komplett noch. Einmal Hallo sagen gehen. Ich glaube, die Frage ist zu komplex. Was ist Chinesisch? Welche Dialekte gehören dazu? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wieder ein böses Raufling. Natürlich, ja. Nachdem ich jetzt weiß, wie man Gruppen speichert, musste ich sofort nochmal dieses wundervolle Spiel spielen. Das hatte die Tinkstätte für den Grubenlord erreicht. Ausgezeichnet. Oh, Assassini. Hier sind mal richtig starke Gegner dabei. Jetzt gucken wir da mal, wie unsere Gruppe wirklich funktioniert. Diese Kraft, sie ist so unglaublich stark. Das geht ganz gut, ja? Würde ich meinen. Raub und Böse natürlich. Onkel, einen wunderschönen guten Abend. Morgens frei gemacht und sie streamt nicht. Ja, heute habe ich gestern aber schon gesagt. Das habe ich gestern schon angekündigt, dass ich heute nicht früh streamen werde. Scheiße, keine Gubbel mehr. Nimm das, du Wurm! Ja, weiß ich doch. Oh, gut. So kleine Raupenhörner für den Dungeon-Stream. Ja, oder? Wenn hier so kleine... Ja... Die gefällt mir. Autsch! Ob fertig ist mit dem Game, reden eh alle dieselbe Sprache in Form von gequälten Stöhnen. Das war's für dich. Das haben wir. Jetzt können wir hier wieder zurück. Deine Freundin, eine Freundin heißt Maya, okay. Ach so, das hier kriegen wir ja jetzt gar nicht. Das kriegen wir ja nicht weg. Aber wir können hier rein. Hallo. Matratze hat die Raupe nicht. Ja, ich muss morgen mit Maya zum Tierarzt. Mir ging es heute Morgen nicht gut. Dann habe ich zusätzlich noch verschlafen. Also als ich dann endlich wach geworden bin, ja... Mir nicht gut. Ja gut, jetzt hat der sich nämlich mal geheilt. Somit dürften jetzt hier eigentlich auch keine Dings mehr kommen dann. Rein theoretisch, weil wir die Heldenportale dann komplett eingenommen haben. Autsch. Typisch geraubt. Nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt so nicht. Das ist nicht wahr. Ich bin echt die letzten Tage sehr früh aufgestanden, falls du dich erinnerst.
Was ist denn los? Du, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt ist wieder alles okay, aber mir ging's heute Morgen einfach nicht so prall. Ich, ne? So. So grundsätzlich einfach nicht. So, was haben wir hier? Lebensverbesserung? Das geben wir mal einfach im Lager. Zeit, den Müll rauszubringen. Die Heilung, da brauchen wir nicht. Dann haben wir das hier. Dann können wir jetzt anfangen, die Viecher zu opfern. Die opfern. So, wo ist denn jetzt hier mein Spielstand? Hier? Läuft noch? Das Alter gewöhnt dich dran. Das finde ich nicht gut. Jetzt morgens auch nicht gut. Das bessert sich dann nach Maya Mate oder Kaffee. So. Ich möchte das hier gerne benutzen. Ah. Der Grubenlord und Talia standen bereit für das Ritual. Leider auch einige Steinwächter, die davon Wind bekommen hatten. Kein Problem. Mit denen werden wir spielen fertig. Und mit wir meine ich die Kreaturen, weil ich ja mit dem Ritual beschäftigt bin. Los, haut sie um. Vermöbelt ihnen den Hintern. Tretet ihnen auf die Zehen. Käffchen oder Maya-Mate? Ich habe noch Maya-Mate. Ich werde mir nachher bestimmt noch einen Kaffee holen. Bestimmt. Na warte. Das ist ja fast zu einfach. Das ist gerade wirklich fast zu einfach, ehrlich gesagt. Ich bin unbesiegbar! Also fast. Also fast. Der Grubenlord röchelte noch einmal so etwas wie verdammter Gandalf und starb dann im Rahmen des Rituals. Amüsant, wenn man bedenkt, dass wir damals ein Ritual genutzt haben, um ihn überhaupt zu beschwören. Daran sollte sich die gute Alanis mal besser orientieren, wenn sie das nächste Mal ein Lied über Ironie schreibt. Ah. So. Das Böse wird siegen. Noch ist das Ritual nicht durch, das stimmt, ja. Das Ritual für den Grabgolem begann, nachdem sich dieser und Talia entsprechend platziert hatten. Natürlich zog das Ritual einige Steinwächter magisch an. Sie strömten herbei, um dieses zu unterbinden. Dauerhaft. Davon lassen wir uns doch nicht abschrecken. Los, verteidigt uns! Haltet noch ein die Stellung! Hüpfer. Naja, Wattebällchen. Ich hab's auch nicht mehr weit bis zur 30. Es ist nicht mehr weit. Ich bin unbesiegbar. Überraschungsbox, ein Online-Versandhändler auf Maya-Mate gekommen. Echt süchtig machen das Zeug. Ich habe vorher immer Mate-Tee getrunken, aber als Limo irgendwie einfacher. Ja. Heute kam auch unsere Maya-Mate-Lieferung, die wir mit dem Dash-Button bestellt haben. Voll gut. 30, das waren noch Zeiten, als ich so jung war. Damals! 27 sind wir keine Junghüpfer mehr, siehst du? Sag ich dir. Ist vorbei jetzt. Moin, Rosiel, Hallöchen. Ist vorbei. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Der Grabgolem sah seinem Ableben durch das Ritual gelassen entgegen. War er als Untoter doch das Sterben schon gewohnt? Was konnte da ein dauerhafter Tod noch für einen Schrecken bereithalten? Neue Macht durchströmt mich. Ich könnte jetzt locker ein paar Zerg anführen. Gubbel. Doch, es geht. Es passt schon, Foxlord. Das ist in Ordnung. Wenig ist null. Wenig wäre null.
30 noch mal so jung und unschuldig sein. Irgendwie schneller vorbei. Mit jedem Jahr schneller. Also ich muss zugeben, dass die 2 Jahre, die ich jetzt streame, unglaublich schnell vorbeigegangen sind. Im Vergleich zu den Jahren vorher. Ich hab das Gefühl, dass seitdem wirklich deutlich das Ritual begann. Es würde einige Zeit in Anspruch nehmen, die sich natürlich ein paar Steinwächter ausgesucht hatten, um anzugreifen. Zufälle gibt es, nicht wahr? Verdammt, so jung, aber unschuldig lieber los, nicht. Los, mach die Steinwächter platt. Beschützt den Oger. Zeigt ihnen, was eine Hake ist. Ach ja, auf mich passt ihr bitte auch auf. Was auch immer Zergs sind. Kommentare von dem Spiel sind halt einfach fantastisch. Die machen es ja auch aus. Macht durchströmt mich. Das waren noch Zeiten. Desto schneller vergeht für einen die Zeit, meine persönliche Meinung. Wasser so? Nö. Montag kommt Onkels neue Tasse. Was denn? Ach nee, Taster. Tastatur. Hey! Zergs sind aus StarCraft, ja. Die kenne ich doch aus. Was war's? Command & Conquer? Gab's da nicht auch irgendwie? War das nicht irgendwas mit Zerg? Wo haben wir denn das schon mal gehabt, der das Thema? Ich schaute noch einmal verdutzt. Offensichtlich war ihm nicht klar, dass das Ritual mit seinem Ableben enden würde. Tja, auf der bösen Seite ist man halt öfter entbehrlich. Ah, ich spüre neue Macht durch mich strömen. Ich werde Thanos mit Leichtigkeit besiegen. Das Ritual war abgeschlossen. Neue Macht durchzuckte Talia. Zudem erlernte sie eine neue, äußerst nützliche Fertigkeit. Die Frostnova. Command & Conquer gibt's keine. Wo war denn das dann? Hört sich ja ganz nett an, aber was soll mir das gegen Thanos? Wir hatten das in irgendeinem Spiel. Das war Hilft besonders mir. Interessant, weil Thanos ja vornehmlich Feuer einsetzte. Kälte als Gegenmaßnahme zu Feuer. Ideal. Ah, okay. Ich weiß, jetzt dass die aus StarCraft sind, aber wir haben bei irgendeinem Spiel gab's Anspielungen oder irgendwas auf die Zergen. Selbstverständlich machte sich Talia sofort daran, ihre neu erworbene Fertigkeit an der Feuerwand im Nordosten auszutesten. Welche merkwürdigen Zufälle auch immer für diese verantwortlich waren, sie war das ideale Testobjekt. Alles klar. Ich weiß, was zu tun ist. Los! Ich friere das Ding ein. Ich mach die Flammen alle. Ich puste die Kerze aus. Aufruf an alle alten Säcke, so wie ich. Nehmt euch die Zeit fürs Skifahren nach der Arbeit, fürs Paragleiten, für Essen gehen, fürs Zocken mit Freunden. Alles toll. Es gab so viele Anspielungen. Da komme selbst ich nicht mehr mit. Ja, das ist schon cool. Ich kann mir auch nicht mehr. Das sind halt schon 2 Jahre, ne? Leg mal, wie lange das schon ist. Krasser Shit! Genau, Snoo-Snoo ist auch ganz wichtig. Snoo-Snoo ist unfassbar wichtig. Ganz toll. So! Hey! Was tötete die Dinosaurier? Die Eiszeit! Ich muss da drin stehen, sag das doch. Mit diesem geklauten Gag löste Talia ihre neu erworbene Frostnova aus. Deren Effekt war gewaltig und legte große Bereiche auf Eis. Nur an der falschen Stelle. Die böse Energie wird stärker. Nur an der falschen Stelle. So, jetzt aber. Die Feuerwand war vernichtet und gab den Weg zu einem Armeelager der Helden frei, das dort zufällig stationiert war. Noch mehr Trainingsobjekte. Ausgezeichnet. Zeit, das Eis zu brechen. Zeit, das Eis zu brechen. Der steht
nicht mehr auf. 730 Tage, plus minus ein wenig. In Guild Wars 2. Sogar in einer Gilde für alte Säcke. Ich war früher immer in WoW, waren wir mit einer Gilde ab und an raiden, die die alten Säcke hieß. Glaube ich. Ja doch, die alten Säcke. Zwischenmenschlicher ab, aber jetzt wieder positiv denken. Findest du Wasser? Also ich muss zugeben, dass ich dank dem Internet unglaublich viele Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nicht kennen würde. Seid ihr Müll rauszubringen, vernichtet sie alle. Und mit denen ich schon seit Jahren befreundet bin. Mach das Armeelager platt! Ja. Das ist ein durchaus sinnvolles Missionsziel. Und bleib liegen! Talia hatte ihre neu erworbenen Fertigkeiten ausgiebig an dem Armeelager auf dem Schicksalsberg ausgetestet. Ja, super, dass das da war. Diese Zufälle manchmal. Nun war sie soweit. Es war an der Zeit, zur finalen Schlacht gegen Thanos anzutreten. Noch nicht, für alle Mal zu klären, ob das Gute oder das Böse gewinnt. Naja, so gut war jetzt Thanos auch nicht mehr. Ich meine, er hat eine Menge Sachen und Leute abgefackelt. Ja, offenbar hatte Thanos sein Machiavelli verinnerlicht. Aber gut, das ist richtig, dann ging es darum, ein für alle Mal zu klären, ob das Böse oder das Böse, das denkt, es wäre das Gute, gewinnt. Genau, auf geht's. Thanos, besorg dir schon mal ein paar Ersatzunterhosen. Ersatzunterhosen. Auf den RTS-Geschmack gekommen, da wäre Spellforce 3 was für dich. Ah, abwarten. Morgen oder Sonntag noch 7 Days? Ich weiß nicht. Eigentlich hatten wir jetzt auf Sonntag tendiert, aber ich glaube, ich habe gerade... Felix kann Sonntag nicht. Also ich weiß es noch nicht. Sasu hat es schon gar nicht gezuckt. Sieg! Hallo. Es bleiben nur sehr wenige am Ende übrig. Ja, Andi, das ist aber... Gute Freunde sind das Entscheidende. Gute sind wichtig. Die Dinos waren zu Beginn der Eiszeit schon lange ausgestorben. Sieht man mal von einer Gruppe kleiner Dinos ab, die man aber nicht mehr so nennt. Pack das alleine, ja, im Zweifel. So. Alles hat ein Ende. Es war soweit. Nach ihrem Training war Talia nun bereit, Thanos zur finalen Schlacht gegenüberzutreten und ihn zu bezwingen. Wer's glaubt, wird selig. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Meine nicht direkt das Kennenlernen, mehr das sofortige Bashen, wenn jemand eine Meinung hat, die der eigenen nicht passt. Leute, eine... Das freut mich, Wasser. Und ja, das ist aber, das liegt einfach an der Anonymität, die dir das Internet, oder die das Internet einfach generell allen bietet. Wenn du mit genau solchen Leuten dich irgendwo an einen Tisch setzen würdest, wäre das mit Sicherheit nicht so. Aber da sie nun mal denken, nicht angreifbar zu sein, weil sie ja einfach nur mit einem Nickname da sind, ist das eben ein ganz anderes Thema. Deswegen wird da, also kann sowas eben einfach mal vorkommen. Aber das sollte einen als Erwachsenen einfach so, weißt du, so. Mach doch. Gute Nacht, Wombat. Schlaf gut. Nachti. Gerade noch Schnitzelpommes bestellt. Lass sie dann schmecken, Onkel. Signalen zu sehr auf Profit ausfahren. Um welches Spiel geht's gerade? Welches Spiel geht's? Ach, Guild Wars meint ihr bestimmt, oder?
Wen sollen wir bashen? Es wird niemand gebashen. Angriffsmacht 30 zusammen. Mit Käse überbacken und mit Ananas. Oh nein, Onkel, wieso? Ich bin im wahren Leben auch anders. Da bin ich nämlich voll nett. Bist du da hier auch? Oder nicht? Weil es lecker ist. Ja, dann lass dir schmecken. Wunderschönen guten Abend, Sven. Hallöchen. Der Weihnachtsfeier gut gegessen? Oh. Was gab's denn Leckeres? Ragnarok war es damals. Ah. Bin hier der das Zweitböseste. Ja, ich bin das ultimative Böse. Das Böse ist nah, meine Getreuen. Es ist nun an uns, dieses widerwärtige und abstoßende Geschmeiß zu vernichten. Du musst dich hinten Sieg anstellen. Oder Untergang, Leben oder Tod. Heute ist die finale Schlacht von Gut gegen Böse. Folgt mir! Gast, einen wunderschönen guten Abend. Also, könnten wir darüber noch mal reden? Ich meine, du hast einige unserer Dörfer und Städte vernichtet. Elite Niete, schönen guten Abend. Du hast mein Haus niedergebrannt, weil wir für die Armee kein Essen mehr bereitstellen konnten. Was? Ihr stellt mich in Frage? Ich bin der Paladin des Guten. Sterbt, ihr Verräter. Tod allen, die sich mir in den Weg stellen. Boah, mach da jetzt nicht. Echt jetzt? Das Gute wird siegen. Oh, Thanos scheint nicht mehr alle Murmeln in der Mulde zu haben. Ich hätte das gern jede Woche so. Die Armee des im Angesicht der Umstände gar nicht mehr so bösen hatte die letzten Reste der ehemaligen Stadt Sturmluft erreicht. Ha! Ich brauche keine Untertanen mit freiem Willen, die sich mir widersetzen. Ich kann Heerscharen an toten Helden zurück aus Valhalla. Das fängt ja schon wieder damit an. Schon wieder. Es schien allerdings so, als ob Thanos' Magie nun deutlich schwächer wäre als zuvor. Vermutlich würden seine Portale dieses Mal nicht so stark und damit angreifbar sein. Jetzt heißt es alles oder nichts. Zeit, dem pseudoguten Gutmenschen in den Hintern zu treten. Los, bauen wir einen Dungeon auf und eine Armee und zeigen ihm dann, wer hier die Hosen anhat. Du weißt schon, dass du ein Kleid anhast. Halt die Klappe, gute Tar. Ich meine Erzähler. Zum Angriff! Ist das schon die letzte Mission? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist die letzte. Mal gucken, ob wir heute noch was machen. Es ist ja inzwischen schon um 11. Mal schauen, wie lange wir für die noch brauchen. Mal noch fix eine weitere Folge Food Wars schauen. Mach so lange den Ton wieder aus. Mach das. Nur weil man etwas kann, muss man es nicht tun. Da gebe ich dir recht. Absolut. Aber es tun eben einfach einige. Weil sie es können. War das aus Braveheart gut möglich? Muss ja ein Paladin sein. Natürlich ist es ein Paladin. Es ist nur im Stream gewesen. Nee, bei mir ruckelt nichts. Also verworfene Frames 71, die habe ich schon seit Anfang an. Bei mir ist nichts gewesen. Also ich hoffe, wieder okay. Alles. Und so. So, was haben wir hier? Wo ist hier was? Da ist das. Dann können wir diesen Raum hier nach hinten erweitern. Zack. Die Gubbelfarm muss natürlich viel größer. Die ist viel zu klein. Zack. So, und diesmal machen wir nicht wieder, ne? Nicht so schnell, schön langsam, schön mit der Ruhe. Nicht so überstürzt. Das haben wir beim letzten Mal gelernt, dass das böse ausgeht, wenn wir das tun. Kann ich hier mal bitte einen Imp wegschmeißen und eine Banshee wegschmeißen? Was ist das denn Abartiges? Du weg. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ab dafür. Weg mit euch. Ja, abartig. Was? Wieso immer noch 6 von 7? Ich hab... Hallo, hab ich nicht gesagt? Du willst dich davonschleichen. Kommst du her, du kleine Drecksau, du... Abgang. Da. Und jetzt hätte ich nämlich gerne hier diesen Raum vergrößert. Danke. Und zwei Nagas. Läuft. Gute Nacht, Rosenzweig. Schlaf gut.
Dem Zuschauer nur einen verworfenen Frame. So sollte es sein. Dann war es das Spiel. Das hat nicht geruckelt. Oder habe ich nicht... Na doch, kann sein, ja. Oh, Entschuldigung. Dich wollte ich nicht hauen. Tut mir leid. Genau, heile bitte direkt Naga. Das war keine Absicht. So, hier hinten müssen wir... Wo haben wir denn das Goldvorkommen? Ach, hier. Schneller, schneller und schneller. Wir haben Nagas. Wir werden dich einmal verbessern. Wir müssen das ausbauen. 280 geht noch. Schaffen wir. Wisst ihr, was ich gerne mal probieren würde? Was ich wirklich, wirklich gerne mal probieren würde? Also erstmal werden wir hier mal ganz kurz ein Stück nach hinten bringen. Und dann würde ich gern hier machen wir mal zu. Hier auch. Hier buddeln wir rein. Und dann haben wir hier den Tüftlerraum, den ich noch erforschen muss. Gut, das ist aber... das will ich jetzt eigentlich nicht ausgeben. Das machen wir also später. Das machen wir später. Ich möchte mehr Horde-Kreaturen gerade. Ich brauche mehr Gold! Die Schnodderlinge guten Abend, Leutnant Thun. Hallöchen. Hatten einen neuen Raum freigeschaufelt. Ah, okay. Guten Abend, mein Lieber. Schöne Frau, gute Nachrichten. Wir bekommen im Juli Nachwuchs. Ich freue mich wie Bolle, dass meine kleine Prinzessin endlich ein Geschwisterchen bekommt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen im Juli. Oh, das ist nicht mehr lang hin. Ach so, wobei, doch. Doch, ist schon noch ein Stück hin. Aber herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Und Felix, ja, ich bin immer noch on. Und wie, du kannst Sonntag nicht? Was zur Hölle geht ab bei dir, Mann? Erst speichern, vorprobieren. Nee, das wäre nichts Schlimmes, was ich testen wollen würde. Zahltag. Glückwunsch, mein Lieber. Ich frage mich ja eh, ist hier nicht böse gut und gut böse? Ich streite für Neoliberalismus und Kapitalismus. Ja, genau. Thanos brannte die Felder nieder, damit die Bauern nicht mehr von ihren Berufen abgelenkt werden können. Von ihrem Beruf, ja. Das ist richtig, ja. Athena, süß, ja. Mann, Felix, das finde ich jetzt doof. Ich finde das doof. Ist okay, wenn ich das sage, dass ich das doof finde? Denn ich finde es doof. Ich könnte ja noch einmal, das machen wir auch. Dann haben wir von Anfang an einige. Zügig. Darfst du ruhig doof finden? Ich musste gerade echt hart lachen. Geh in den Flur. Da liegt mein Kater mit dem Gesicht in meinen Schuhen und schläft. Bild für die Götter. Das glaube ich sehr gerne. Das glaube ich wirklich sehr, sehr gerne. Und was ist mit Samstag, Felix? Könntest du Samstag? Oder ist Samstag auch doof? So. Achso, warte mal hier. Anklicken. I know. Du hast geschrieben, alles klar, okay. Das heißt, ich soll da jetzt nachgucken? Das heißt, du sagst mir das nicht? Ah, okay, verstehe. Alles klar. Schade. So, wir haben drei Ausgänge. Wir versuchen es zuerst unten.
Auf geht's. Meine Feuerwände werden alles Böse in Asche verwandeln. Feuerwände? Feuerwände. Da war doch was. Da war doch was. Ich hatte doch gerade erst mit sowas zu tun. Letzte Mission? Ritual in den Bergen? Neue Fertigkeit? Müssen jetzt kommen? Klingelt da was? Stimmt, meine Frostnova. Talia hatte eine Scheiße. Dadurch aufgeschreckt, machten sich noch mehr Helden durch Portale auf den Weg in den Dungeon. Scheiße. Ich bin das Böse. Komm schon. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Aua! Sekunde. Konzentriere mich. Hey. Robot ist fies, der warnt dich immer. Möglich. Sei froh, dass sie dich verwarnt. Generals, gute Stadt von 2003, das war noch Zeiten. Die Göttin ist auf meiner Seite. Martin Conker war bei mir furchtbar. So. Panzer brechen, Schaden. Okay. Wo sind... Achso, die pennen alle. Hier, das kriegst du. Archer. Gönn dir. Sehr gut. Mokhtar, der Killer. Gibt es gerade alle Teile für 15 Euro? Ach, guck mal, gucke. Mein allererstes Solitär. Nee, ich weiß, also so an das Früheste, woran ich mich so erinnern kann, das ist Prince of Persia. Das hatten wir irgendwann auf unserem uralten Rechner mit Diskettenlaufwerk und allem drum und dran und Röhrenmonitor und so. Ich glaube, das ist so das Erste, an was ich mich erinnern kann. Raubes Lieblingsspiel, genau, bestimmt, ja. Bestimmt. Ich glaube, also ich denke, er lebt noch, Rosiel, aber ich habe lange nichts von ihm gehört. Vielleicht, wer weiß, was Sasu mit ihm angestellt hat. Ich kann mir nicht sicher sein. Ich kann mir einfach nicht hundertprozentig sicher sein. Kritisch. So, wir bauen die Tüftlerhöhle. Ich habe nämlich was... Ah, warte, das ist zu viel hier hinten. Das ist zu viel, das ist Quatsch, das können wir wieder zubauen. Hier. Zack. Werkstatt haben wir ja schon irgendwo, ne? Oder? Es ist Zahltag. Ja, die haben wir. Alles klar. Wir haben einen Goblin, hatte ich geholt. Genau. Das ist auch sehr gut. Dann können wir hier schon mal Platz machen für das Arcani-Dingsbums. Das Mana-Teil halt. Ich raube gerade mal so noch an Elex erinnern kann. Nö. Kann mich an einiges erinnern. Keine Zettel mehr, wo draufsteht, was er darf und was er darf und was nicht. Deswegen ist er vielleicht verwirrt. Einem C64 mit der Tastatur. Gute Nacht, Felix. Bye bye. Genau, Sasu muss ich ja auch erstmal zucken. Alles gut. Fühle dich nicht gestresst, Felix. Alles in Ordnung.
Alles schick. Das nehmen wir gleich mal mit, damit wir das, damit wir einfache Magie haben. Hier. Kommt das Teil hin? Wäschende Magie und so. Wäschende Mana. Dann machen wir hier das Lektorium hin. Das kann eigentlich gleich ein Stück größer. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh ja, passt schon. Oh jo! Nostalgiere gerade hart, C64. Kennt das noch wer? C64 Kaiser. Klar! Das erste Spiel war Pong. Oh ja, Pong kenne ich auch noch. Ein Raum im Untergrund wurde freigelegt. Oh. Null? Mach den wieder zu, der ist total unpraktisch gerade. Weil wir den mal noch ein Stück vergrößern können. Der ist sehr klein. Mach das gefälligst wieder zu. Das war nicht geplant. Wieso 6x4? Das sind 6x3. Das hat es wirklich gegeben. Kennt jemand Dune, der Wüstenplanet, das Spiel? Nee, das habe ich nicht gespielt. Minus verkaufen konnte. Mach hinne. Das hier mach mal. Dann können wir unsere Horde-Einheiten mal ver... Wie sind denn die jetzt? Welches Level? Ah nee, das dauert noch. Okay. Die Horde-Einheiten werden wir... Hier noch... Das machen wir zuerst. Ja, ich kenne ja die Jungen. Leisure Suit Larry. Land of irgendwas. Launch Lizard. Civilization 1 und dann King's Quest 4. Buchserie drüber. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich wollte, deswegen habe ich das gebaut. Ich wollte gern eine Tür hier an die Schatzkammer stellen. Aber da müsste ich die dann auf jeden Fall vergrößern, sonst macht das wenig Sinn. Ach so, in den Tüftlerraum vielleicht auch. Ein Portal würde sich bald im Dungeon öffnen. Oh Gott, nein! Dune war ein Point-and-Click, der erste Teil. SimCity auf dem C64, wer kennt das? Das kenne ich tatsächlich noch. Wobei, nicht, ich glaube nicht auf dem C64. Aber ich habe ein unfassbar altes SimCity da. So, Danax, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Monkey Island und Full Throttle. Was gemacht war eigentlich der Vorgänger? Im City fand ich auch toll. Schneller. Schneller. Wir müssen den Raum hier vergrößern. Schatzkammer. Die Göttin, so, wir müssen bloß dran denken, dass die Goldader ist ja auch und irgendwann. Alles Böse vernichten. Tore von Valhalla, naja, öffnet es lohnt euch, sich, glaube ich, nicht wirklich. Helden, strömt herbei und vernichtet das Gewürm. Wo denn? Thanos griff auf seine bereits bewährten Tricks zurück und öffnete ein Portal nach Valhalla, aus dem alsbald längst tote Helden vergangener Zeiten hervorströmten. Wo denn? Verteidigt den Dungeon, baut Fallen, schärft eure Waffen, lest ein gutes Buch über Dungeon-Verteidigung. Wo denn, Mann? Ach, hier. Ist aber auch fies, oder? Helden stehlen euer Gold! Die klauen mein Gold, die Dreckschweine! Die Griffe von meinem Gold, ich raste aus! Tschüss!
Das alles vernichtende Böse hatte das Portal im Untergrund zerstört. Ganz erbrechend. Darüber würden keine Helden mehr in seinen Dungeon kommen. Vor Dune 2 kam noch Dune. Wirklich? Nein. Dune 2 hatte einen Vorgänger namens Dune? Nein. Erzähl nicht. So, jetzt haben wir nämlich den Raum gelockt. Jetzt kommt da keiner rein. Was bedeuten würde, dass die Schnörderlinge die ganze Zeit arbeiten. Aber eigentlich ist das für den Arsch. Die Idee war vielleicht nicht so toll, wie sie für mich zunächst schien. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich fand sie gar nicht so scheiße, aber inzwischen finde ich sie irgendwie scheiße. Sie ist vielleicht doch scheiße. Und bleib liegen! Der steht nicht mehr auf. Weil wenn das hier voll ist, haben die ja auch nichts mehr zu tun, ne? Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Eher nicht. Ich glaube, das war recht doof. Oh, guck mal, hier ist übrigens dann die nächste Goldader. Den Raum können wir schon mal bereit machen. Hier machen wir die Brauerei hin. Die ziehen wir aber nach hinten. Zu viele Leute, das englische Wort. Lounge? Französisch aus. Lounge? Ich weiß nicht. Stimmt, man sagt Lounge. Ganzen Tag im Internet surfen. Was für eine Idee? Was für eine Idee? Das Böse wird niemals siegen. Alle Geschichten enden mit dem Sieg des Guten. Gab viele so Dune. Ich meine, dass man bei Google Dune Strategie eingibt und auf Bilder guckt. Ja, sie wollen an mein Loot. Das ist fatal. Das hätten sie nicht versuchen sollen. Jedem fällt der Schatzkammer 50 Gold mehr einladen. Das klingt doch total gut. Aber hier ist sowieso nicht mehr viel. Eigentlich war das jetzt ziemlich sinnlos. Nun. Naja, ich kann nicht immer sinnvolle Dinge tun. Wenn ich ehrlich bin, tue ich sogar sehr häufig total blöde Dinge. Wie das gerade eben. Wie das mit dem Abschließen des Raumes. Ich glaube, das ist ziemlich dumm. Oh, Diablo 1. Erstes Spiel war C64, Teacher Busters. Hatte man einen Panzer, konnte einen Lehrer, dessen Namen man schreiben konnte, die eine oder andere Weise ableben lassen. Oh. Überraschungsmoment gedacht. Dummschlauer Spruch, nachdem ich auf Wikipedia erlasse, dass es sich dabei auch schon halb um ein Strategiespiel handelte. Ach so, ja, nee, alles gut. Alles. Ach Quatsch. So, dann nächstes. Das war nur ein Spaß. Alles cool. Schnörderlinge können nicht durch Türen gehen, wenn ich die abschließe. Du kannst sie mit einem Rechtsklick verriegeln. Du kannst sie halt mit einem Rechtsklick verriegeln. Dann können die nicht durch. Sonic auf dem Mega Drive. Rosa, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hi. Jemals was Sinnvolles getan. Was ist denn das hier eigentlich? Ach so, das ist wieder so ein... ich würde gerne mal hier raus gerade. Ich würde gerne Eisenpelze erforschen. Was ist? Halt! Da sind zwei Veteranen dabei. Willst du mich verkackeiern oder was? Zu den Gegnern! Snow, einen wunderschönen guten Abend. Da
das ist sehr gut so, Danax. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das nicht tust. Oh, warte mal ganz kurz. So, unsere Goldader ist damit futsch. Das heißt, wir haben nur noch die hier. Wir sollten also diesen Raum hier vergrößern. Sonst haben die Jungs bald keinen Platz mehr, um Gold zu lagern. Lul, was ist denn das hier unten? Kämpft und sterbt für das Gute! Ich befehle es euch! Ja, also, wir wollen da mal lieber nichts überstürzen. Vielleicht könnte man verhandeln? Verhandeln? Es gibt kein Verhandeln. Ich glaube, es sollte im Kampf gegen Thanos und seinen Schild äußerst nützlich sein. Gegen mich. Ah, Gegner stark schädigt. Thanos beschwor eine feurige Feuerwand, die auf die Helden zuraste. Würde Talia sie retten? Es ist Zahltag. Verteidig das Dungeon-Herz. Oh! Na, warte! Wie, das Dungeon-Herz verteidigen? Werden wir angegriffen? Das gütige Böse hatte Erbarmen mit den Helden und wies Talia an, sie vor dem sicheren Tod zu retten. Als Dank schlossen sich diese bereitwillig dem gar nicht mehr so bösen Bösen an. Lul, was machen die denn jetzt hier gerade? Die Goldader wurde ausgeraubt. Badimts. Ja, nun. Ich hätte gerne heilende Hände. Und zwar bald. So. Salonlöwen. Im Englischen sagt man halt Salon-Echsen. Nur vom Namen her. Kenne ich auch nur vom Namen her, Gast. Gar nicht mehr so bösen. Ja, wir werden immer lieber. Eigentlich auch Geister oder was Fliegendes? Also Geister, ja, so, ne, hier Banshees und Lichs und Vampire gibt es. Aber ich spiele unglaublich gern mit der Horde, wirklich. Ich mag einfach die Horde-Kreaturen sehr gerne. Komme mit denen auch super gut klar. Und deswegen nutze ich die anderen eigentlich nur so für die Sachen, wofür ich sie zwingend brauche. Maniac Mansion hab's aber nie durchgespielt. So. Tod allem Guten! Wen soll ich massakrieren? Ich weiß nicht, findet sich bestimmt jemand. Kommen die jetzt hier rumgelaufen? Die kommen dann niemals. Kommen die? Ah, die wollten rumgelaufen kommen. Monkey Island ist ein tolles Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht. Nimm das. Nie zum Ende führen können. Ja, das glaube ich. Das glaube ich aber. Monkey Island war tricky. Das war gar nicht so einfach.
der Schaden her? Heilen, heilen, heilen. Puh. Das war knapp. Also knapp ist relativ, aber mir wäre beinahe jemand gestorben. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich will nicht, dass mir jetzt jemand stirbt. Das finden wir nicht gut. Albion. Oh, Entschuldigung. Albion. Tagelang gespielt, doch nie durchgespielt. Ist ja auch eine Online-Variante, oder? Ich kenne irgendwie kommt mir dann. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Der Name Dungeon. Albion Online kommt mir irgendwie so. Befehligt mich! Na, nee, abhauen! Au. Dem hab ich's gegeben. Die hauen schon wieder ab. Wieso haut die Hälfte irgendwie immer ab? Was soll das? Versteh's nicht. Mir unklar. Ist irgendwie. Ich weiß nicht. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So, damit die hier in der Zwischenzeit was zu tun haben, während wir außen rund rumlaufen. Wir speichern hier nochmal ordentlich, weil gerade läuft's gut. Keine Krypta. Stimmt, wir haben noch gar keine. Oh, fatale Scheiße. Gut, dass du es sagst. Das habe ich wirklich noch nicht gemacht. Gut, dass du mich darauf hinweist. Talia, du Verräterin! Ich werde deine Seele läutern und dich den reinigenden Flammen übergeben. Halt die Backen! Du Kunde, du! Spielst du das Spiel nochmal auf höllisch? Nein. Nicht zu einfach sein, das stimmt ja. Das ist zwar... Klingelt der Wecker wieder. Sonderschicht mit 10 Stunden Absack. Was? Ja gut, wegen Geld, das verstehe ich. Na dann, Angriffsmacht. Du solltest dich schlafen legen. Geld. Total überbewertet. Hä? Ich dachte schon, ich kann das jetzt nicht bauen, das Teil. Da bräuchten wir eine zweite Banshee. Auch nicht, wenn ich bitte, bitte sage? Nee. Nee. Das Problem ist einfach, dass ich ja genügend andere Spiele auf der Liste habe. Und ein Spiel dann zweimal zu spielen, ist einfach nicht sinnig. Was ist schon eine 70-Stunden-Woche? Würde sich ein Portal im Dungeon öffnen. Das verteidigende Böse wappnete sich entsprechend. Klar, ich bin super gewappnet. Alles cool hier. Gewappnet Tigger geht's gar nicht. Kommst du diesmal ohne Diamant aus? Ich hoffe. Ich hoffe es tatsächlich. Versuche es. So, da in der hier nichts drin ist, können wir die mal komplett abreißen. Und machen hier einen anderen Raum draus. Ich weiß noch nicht, was. Da könnte dann die Arena draus werden. Ist schön groß. Ja. Das ist richtig Wasser. Hallöchen, Herr Apfelkern. Tore von Valhalla, öffnet euch! Wo denn? Hände weg! Einer? Oh.
Wo ist denn dein Kerker? Ich habe keinen Kerker. Das zerstörungswütige Böse hatte alle Portale im Untergrund vernichtet. Ich habe keinen Kerker. Brauche keinen Kerker. Ist hier mit sowas Sinnlosem aufhalten. Ich würde dann gerne die Arena erforschen. Möchte mal noch so eine Insel. Wir haben bisher nur echt ziemlich wenig. Auch kriegen wir schon wieder Besuch? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Na, machen wir erstmal das. Kerker gibt aber Bösartigkeitspunkte. Echt jetzt? Wirklich? Das wusste ich nicht. Albion aus den 90ern spielt auf einem fremden Planeten, hat erstaunliche Parallelen zum Kinofilm Avatar in Bezug auf die Verbundenheit zur Natur bei Teilen der einheimischen Bevölkerung. Dass die Neuankömmlinge auch gekommen sind, die Bodenschätze abzubauen. Ah. Bei Sterben gibt es ein bisschen Bösartigkeit. Nicht schlecht, cool. Dann nehmen wir doch den Kerker mit, oder? Auch wenn man sie foltern lässt. Achso, nee, es bringt ja gar nichts mehr. Die sind ja schon tot. Naja. Das kann schon mal passieren. Entschuldigung. Na, habe ich vielleicht nicht mitgedacht gerade. Zum Kampf! So. Was geht? Ist? Einheiten, die nicht auf Einheitenlimit angerechnet werden. Ja, das ist richtig, die Skelette, aber die bringen halt jetzt auch nicht so immens viel. Lebt sie wieder, damit sie nochmal sterben können. Ja! Würde ich gerne. Das geht aber, glaube ich. Ich werde gerade von hier oben beschossen. Wie komme ich denn da hin? Da lang. Na, aber hier hockt doch bestimmt Thanos, oder? Ja, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Das stimmt ja, als kaputtes Herz, da hast du recht. Das ist wohl wahr. Mal unter Windows 10 zu laufen zu bringen. Was? Welches Spiel? Albion? Geht das nicht irgendwie mit einer VM oder so? Da, 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 da
Ja, ne, VM. Nur mal schauen, dass ich noch mein Windows 98 Lizenz rumliegen habe. Ja, also das wäre, VM wäre jetzt so die, schätze ich, leichteste, sinnvollste Möglichkeit. Gute Nacht, Brailer. Schlaf. Nacht. So, würde ich so mal, ne? So, das haben wir. Dann schnappen wir uns hier die gerade mal. Das? Goldansprüche der Kreatur senken. Ist mir egal, wer das nimmt. Ich will Thanos Kopf. Hier hinten rum? Oh, Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das hier könnte schwierig werden. Das hier könnte tatsächlich... Aua! Oh, 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 oh. Tschüss. Oh, 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 oh. Aua. Fahr ja gleich weg. War ja mal kurz ein Stück hinternehmen. Du Verräterin! Ich werde deine Seele läutern und dich den reinigenden Flammen übergeben! Au! Den habe ich gezeigt! Also, dass wir das geschafft haben. Respekt! Was kann ich tun? Hey! Ich bin noch mächtiger! Auch mal im Bett, scheiß Grippe lässt mich das nachts nicht. Oh nein. Ich wünsche dir gute Besserung, Mann. Schlaf gut, bye bye. Raupentradition mit Maus und Pizza. Keine Hawaii, lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Aber was ist denn das hier oben? Na, die kriegt man ja nur auch noch weg. Ja, nichts gegen das, was wir gerade hatten. Ja, was ist denn das jetzt hier? Wer zieht denn hier jetzt nach? Wo kommt denn der her? Null! Also den Eiszauber, stimmt, den hätte ich gerade benutzen können, oder? Jetzt habe ich ihn dummerweise an der falschen Stelle benutzt, aber den hätte ich echt nutzen können. Los, ihr Würmer! Kämpft für mich im Namen des Guten! Scheiße. Und sterbt für die Göttin! Aber ich hab Frau und Kinder. Du wagst es zu widersprechen? Das wirst du büßen. Möge dich das Feuer der Göttin reinigen. Das schlaue Böse stoppte die Feuerwand von Thanos durch einen gezielten Steinschlag. Ha, brillante Arbeit. Was? Das darf nicht sein. Dann hole ich eben noch eine Feuerwand, die diese Verräter zerschmelzen wird. Das freundliche Böse hatte einige Helden aus der Feuerfalle von Thanos gerettet. Diese schlossen sich nur zu gern seiner stetig wachsenden Armee an.
Ich meine, die Frostnova, die ich nie nutze. Ja, ich nutze sie zu selten. Ich sehe es ein. Oh Gott, ich sollte echt die Leute da nicht rein... Nein! Ich komme wieder. Gott sei Dank habe ich eine Krypta. Mir ist gerade alles weggereckt wegen dieser scheiß, kack, verdammten, vermaledeiten... Oh, ich wurde wiederbelebt? Danke. Kotz. Ob ich das mal so sagen darf. Kotz. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Lösch dich. Na warte. Ist echt. Leicht deprimierend gerade. Taya einzeln schicken sollen. Ja, hätte. Hätte und so. Hab's aber nicht. Hab dumm gehandelt. Sehr, sehr dumm gehandelt. Die Feuerwand mit Instant-Tod, bisschen übertrieben. Ja, so ist halt. Ganz genau, wegen solcher unglaublich intelligenten Handlungen schaut ihr mir ja so gern zu. So unglaublich intelligente Dinge tue. Speichern, ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Nur wegen dem sexy Ellenbogen? Nur deswegen. So, wie sieht's aus? Da sind einige immer noch nicht zurückgeholt worden. Was zur Hölle ist hier los? Geht das hier mal ein bisschen schneller, die Damen? Dankeschön. Schneller. Ich baue übrigens aktuell überhaupt kein Gold mehr. In wenigen Augenblicken würden sich gleich mehrere Portale nach Valhalla öffnen. Nein! Das sorglose Böse war geringfügig beunruhigt. Schönen guten Abend, Horrorente. Hallöchen, nackte Tatsachen. Und der Frisur. Die Justin Bieber Gedenkfrisur. Hallo Dulli, einen wunderschönen guten Abend. Helden
Bogen von Valhalla! Strömt durch die Tore und vernichtet alles, das sich mir widersetzt! Bele! Hey! Wir haben gleich ein Problem mit Bier, offensichtlich. Zahltag. Oh, das erste ist down schon? Okay. Böse. Dann macht man das noch down? Das verwegene Böse hatte mit den Portalen im Untergrund kurzen Prozess gemacht. Das war ja witzlos. Wie man es von einem Superschurken gewohnt war. Das war ja witzlos. Das war da jetzt nicht alles. Wir werden gleich von hier oben angegriffen. Helden leveln aber schnell hoch. Ja, das finde ich aber gut so. Feinde sind in den Dungeon. Das ist ja eigentlich total sinnlos, dass du die kriegst. Na, weil du kriegst die mit Stufe 1. Das ist eigentlich hier, zack, fällt die um. Ne? Das ist. Eigentlich ist es für ein Arsch. So, weil du kannst sie nicht leveln. Also du kannst sie nicht anders leveln, als hier irgendwas zu töten. Ist halt auch nur begrenzt gut irgendwie. Frostnova. Yeah. Nur mit der Ruhe. Alles gut. Bier passt. Gurus passen. Okay. Hier so ein bisschen. Ich hätte gerne einen Oger. So, dann könnten wir aber ein erstes Bierproblem bekommen. Wo ist das Bier? Hä, wo ist denn... Wo ist die Brauerei? Bin ich blind? Da ist sie. Oh ja. Oh ja. Gleich Bier alle. Es geht schon los. Die Helden trainieren, glaube ich, nicht in der Arena. Nur Horde-Kreaturen trainieren in der Arena. Talia, du Verräterin! Ich werde Backen deine halten. Seele läutern und dich den reinigenden Flammen übergeben! Bier-Not! Bier-Not! So, können wir doch eigentlich mal hier oben links raus, oder? Also ich meine, inzwischen haben wir doch hier eine ganz gute Truppe jetzt. Raus da! So. Gehen wir hier einmal den drauf und hier so ein paar Mal und... Ah, hier können wir gerade nicht. Schade, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Was gibt es? Auf geht's! Kann auch andere, die ich glaube, muss man aber manuell machen und kostet Gold. Ah. Kann natürlich sein. Betty, habe ich dich begrüßt? Habe ich oder habe ich nicht? Und danke für den Host. Dankeschön. Los, ihr feigen Hunde! Macht euch auf in den Kampf und sterbt für die Göttin!
Ja, also, um darauf noch einmal zurückzukommen, vielleicht wollen wir uns doch lieber ergeben oder so. Was? Verrat! Sterb! Was? Das mild gewordene Böse hatte die von Thanos beinahe gegrillten Helden gerettet. Diese schlossen sich sofort dem bösartigen Bösen an. Gute Nacht, Wasser. Schlaf gut. Die Macht ist unbeschreiblich. 13 Helden, ja, oder? 13. Aua. Böse und blöd. Böse gleich gut, ja. Bye, bye, Sparti und Anhang. Bye, bye. Eis. Juhai. Ich mag Eis. Dankeschön. Eine Bösartigkeitsinsel wird angegriffen. Bös? Was passiert? Ihr habt eine Bösartigkeitsinsel verloren. Das ist ja wohl eine Frechheit. Und Anhang, wie sich das anhört. Na, ich kann auch und Maus sagen, aber es ist ja nicht meine Maus. Das klingt dann auch komisch. Finde ich. Dann eben und Freundin. Es sind Feinde in eurem... Nein! Klauen die mein Gold? Wehe, die klauen mein Gold. Ich raste aus, wenn die mein Gold klauen. Maus hat nichts dagegen, Maus genannt zu werden von dir. Ach, schön. So. Hatten wir das nicht schon erforscht oder kann man das immer weiter erforschen? Ach, eins von zwei. Ich glaube, das kann man weiter erforschen irgendwie. Lebensabschnittsgefährte. Also ich glaube nicht, dass ich die Helden hier trainieren lassen kann. Oder? Ja, vielleicht doch. Warte. Ah, doch, da, schau. Das geht. Das kostet mich zwar ein bisschen, aber das ist natürlich super sinnvoll. Das ist mega sinnvoll. Das ist echt gut. Schneller! Sehr cool. Dann möchte ich, dass du hier auch nochmal trainierst. Haben wir noch einen Level 1 Helden irgendwo rumgorken? Nee, aber hier Level 2 ist jetzt auch nicht so pralle. Hier. Schneller. Schneller. Das ist ja geil. Das finde ich ziemlich nice. Die Zauber und macht den magischen Raum auf die Arena.
Ach so, wegen der Effizienz. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Also das mit der Effizienz weiß ich, aber ich glaube, das wäre jetzt echt zu viel des guten Doom. Ich bin noch mächtiger! Oh, irgendjemand möchte schlafen und kann ich? Ich glaube, ich sollte wieder rausgehen, sonst könnte das hier schlecht für mich enden. Habe ich irgendjemanden, der nicht zu dieser Gruppe gehört? Ja, der bleibt dann halt im Dungeon. Hält denn eigentlich durch das Horde-Upgrade auch mit verbessert? Nee. Nee, bestimmt nicht. Das wäre ja merkwürdig. Das wäre irgendwie äußerst merkwürdig, oder? Hä, wo ist denn... Ach, hier die. Keine Ahnung, wo sie da jetzt... Ach, da müssen die ja immer rundherum laufen. Das wäre auch geil. Jetzt schlafen wir raus aus dem Dungeon. Ja, genau so. Voll nass. Wird nicht gepennt. Weil kommt's noch. Können wir uns erstmal hier die Bösartigkeitsinsel zurück. Weil... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Scheiße. Wir essen jetzt hier alles noch im Dungeon. Das sind nicht sonderlich viele. Aber die schaffen das, pass auf. Oder? Nein, wir haben keine Kuppel mehr. Keine Kuppel mehr ist fatal. Das ist nicht gut. Läuft. Haben sie geschafft. Ich bin stolz. Es ist niemals wird das Böse hier triumphieren. Gegen jetzt schon wieder. Die Göttin ist auf meiner Seite. Widerlicher Abschaum. Thanos, reißt sich zusammen, Junge. Ich habe echt keine Zeit für die Kacke hier. Das hätten wir auch. Das war's doch, oder? Seht ihr hier noch irgendwo was? Also hier stehen noch welche. Keine Ahnung, wie man an die rankommen soll. Ich weiß nicht, wo die jetzt langlaufen. Wenn die nämlich bei Thanos langlaufen, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Sonic Beam, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hi. Das könnte kritisch werden. Ja, tun sie. Die laufen bei Thanos lang. Dann möchte ich gerne eins tun. Ich möchte jetzt gerne hier speichern, weil, ne, noch sieht's gut aus. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Thanos laufen wird. Scheiße. Talia muss halt irgendwo in der Mitte stehen, weil ansonsten... Scheiße, scheiße, scheiße. Mehrere Portale standen kurz davor, sich zu öffnen. Das defensive Böse schluckte kurz und machte sich für den Angriff bereit. Habe ich jetzt... Alter, Talia,
Ey. Oh, das ist so assig. Hey. Das ist echt. Das ist einfach nur zum Kotzen ist es. Wieso gehen die nicht weg? Geht doch einfach weg, Mann. Wenn er nämlich gleich ernsthaft Portale ruft, habe ich ein Mega-Problem. Macht er das oder war das jetzt nur so ein Fake? Macht ihr das wirklich? Der macht das wirklich. Siehst du, sag ich doch. Durch die Tore und vernichtet alles, das sich mir widersetzt. Ja, und genau deswegen habe ich euch zurückgeschickt. Gut. Autsch. Aua. Was ist denn mit QWERTY? Onkel, was ist mit QWERTY? Das siegreiche Böse hatte alle offenen Portale mit Schmackes wieder geschlossen. Famose Arbeit. Speichern. T-Shirt. Das eine T-Shirt darfst du nicht sehen. Okay. So ein gutes T-Shirt? Wieso ist der Troll böse? Geh kämpfen, Mann. Sei ruhig, Kind. Das Gute wird fallen. Keine Zeit, sich zu beschweren jetzt. Kämpfen. Dr. Wunderlich, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Scheiße, ich hab's wieder zu früh benutzt, glaube ich. Nicht nur glaube ich, sondern habe ich. Das ist so zum Kotzen mit so einer Riesengruppe. Das ist echt, das ist einfach nur Kacke. Wie sollst denn du das machen? Autsch! Du wirst mich niemals schlagen. Niemals, hörst du? Die Göttin steht mir bei. Wenn wer weiß, wo Talia jetzt wieder... Ja, jetzt stand sie halt wieder sonst wo, weißt du? Moment, gleich hab ich's. Braucht noch ein bisschen, bis sie aufgeladen ist. Das ist halt das. Ich weiß nie, wo die dumme Kuh steht. Wie könnte sonst wo stehen? Jetzt habe ich die zu früh... Nee, ich habe sie richtig benutzt, oder? Die dumme Kuh. Es ist wirklich... der Kampf ist... echt ätzend. Weil du einfach nie weißt, wo die blöde Tusse steht. Und die sind halt auch so unfassbar schlau und stellen sich halt einfach überall hin. Komm schon. Ja, das war's. Mit einem Röcheln ging Thanos zu Boden. Das siegreiche Böse war, nun ja, siegreich. Bye-bye, Dolly. Ich hatte am Anfang bye-bye. Zweifel, aber du hast es tatsächlich der noch Der Troll hat kein irgendwie Bett, das kann sein, Alex Beck. Gut, wir haben den Schwierigkeitsgrad nach unten gedreht, aber hey, ich mache nur Spaß, Spitzenarbeit. Wow, du hast dir die Endsequenz echt verdient. Das möchte ich auch meinen. Darf ich auch noch was sagen? Wenn ich es nicht verhindern kann... Das war hervorragend. Wir haben Thanos gezeigt, was eine Hake ist. Sieg! Gut, genug die vierte Wand durchbrochen. Da steht eh schon nichts mehr davon. Auf zum Endvideo. Der Ogre.
Herr Ogermann. Warte. Ich muss ganz kurz das Bild angucken. Das ist so toll, das T-Shirt. Das ist toll. Sieg! Alter. Sehr gut. 7 Euro das Shirt, das wird geholt. Talia hatte es geschafft. Sie hatte in einer epischen Schlacht Thanos endgültig besiegt und vernichtet. Dieses Mal gab es niemanden mehr, der seinen Tod theatralisch betrauern konnte. Gut, theoretisch natürlich seine Ziehtochter, aber die schien eher damit beschäftigt zu sein, seinen Leichnam zu treten und, ach, das wollen wir gar nicht weiter ausführen. Das Böse hatte gesiegt. Die Königreiche waren in Schutt und Asche gelegt worden, die Gutmenschen in alle Winde zerstreut. Oder tot. Talia hatte einen äußerst effektiven Job mit ihrer Zerstörungstour durch das Land gemacht. Das abgeklärte Böse lehnte sich zufrieden auf seinem Thron zurück und wies einen Schnodderling an, ihm einen eisgekühlten Drink einzuschenken und vielleicht noch einen Happen vom Einhorn am Spieß zu reichen. Die Diät konnte bis morgen warten. Heute wurde gefeiert. Die Kreaturen waren überglücklich über den Sieg und fingen allerorts an zu tanzen. Zuerst die Schnodderlinge, dann kamen die Dämonen und Untoten dazu. Schließlich spielte auch noch der Oger auf und... Moment, der Oger spielt? Nein! Doch so ausgelassen die Stimmung hier war, auf dem Heiligen Berg war die Stimmung gedrückt. Die Göttin hatte nicht nur ihren Mitstreiter Thanos verloren, nein, auch ein ganzer Kontinent war in die Klauen des Bösen gefallen. Sie konnte sich das nicht mehr länger einfach nur ansehen. Es musste etwas getan werden. Reimforged Studios! Yay! Das war Dungeons 3. Bei einem Kumpel T-Shirt zum Geburtstag bestellt. 150 Gramm kommen schon ein bisschen dünn vor, wenn man auf den Rolli gespannt. Okay. Das schreit nach DLC oder Teil 4. Ja, auf jeden Fall. Und wie das schreit, Onkel. Das Ende schreit so richtig. Da kommt mit Sicherheit, ich würde auch meinen, da kommen mit Sicherheit DLCs. Gab's ja schon bei Dungeons 2. Gab's ja schon bei der 2. Ich hoffe, dass sie erfolgreich wieder damit waren. Also mir hat's durchspielen wirklich Spaß gemacht. Mir hat's wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Bin auf Spielereihe, auf Seiten der Guten. Das wäre halt auch mal irgendwie interessant, oder? Klaus! Dialoge und das Spiel sehr gut, hat mir gefallen. Ja. Was steht als nächstes auf dem Plan? Also heute nichts mehr. Heute nichts mehr. Weil jetzt was Neues anfangen. Es ist kurz nach 0 Uhr, da werde ich lieber den Stream jetzt beenden und dann machen wir morgen, Achso, morgen muss ich mit Maya früh erstmal weg. Da wird es sozusagen nichts. Aber... Also wir werden morgen dann auch nicht plötzlich mega früh anfangen. Aber mal schauen. So. Mal gucken, was wir dann jetzt machen. Jetzt habe ich dann schon das 3 durchgespielt. Ich fasse es gar nicht. Ich glaube noch ein paar... Also ich habe mir heute Never Alone geholt. Das möchte ich sehr zeitnah spielen. Und ich habe mir auch The Lion's Song geholt. Das möchte ich auch zeitnah spielen. Gerne, MacMegan. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Juppie! Auch eine Flauschraube begrüßen zum Abschluss. Oslin! Vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Und herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Mach's dir bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Fühle dich gedrückt und geknufft und gekuddelt. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen, vor allem in der Gruppendusche. Und
bei der Benutzung der Emotes. Dankeschön. 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 So. Zusehen hat auch Spaß gemacht. Sehr schön. Lion Song mittlerweile komplett? Ich glaube schon. Onkel, ich glaube, das ist komplett. Ich denke ja. Ich überlege nur gerade, wo ich euch hinschicke. Da ich die Biber sonst nie hosten kann, schicke ich euch zu den Bibern. Das passt sonst zeitlich nie, dass ich mal die Biber hosten kann. Deswegen mache ich das. Aber wir lassen den Schlussscreen durchlaufen. Was? Definitionen? The same meaning here is under copyright law? Oh Gott. Zur Hölle. Ich lasse das. Wir warten bis zum Schluss. Ne? Das ist euch hoffentlich klar. Ich warte bis zum Schluss. Ja, wir lesen die AGB. Seit wann kommt denn sowas im Abspann? Das ist doch gerade ein Joke, oder? Vor allem, ich kann hier schneller, langsamer drücken. Schneller. Schneller! Schneller! Oh. Oh. Fängt das jetzt nochmal von vorne an? Das hatten wir doch schon. Wir hatten das schon. Das kam schon. Das kam schon. Man kann das also immer wieder durchlaufen lassen. Also, ich schicke euch zu den Bibern. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Ich freue mich drauf, euch morgen wiederzusehen. Impact Winter ruft auch noch, das ist richtig. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Einen schönen Abend noch. Und bis morgen. Dankeschön. Tschüss.